Warte, fehlen die beiden jetzt, oder? Okay. Jetzt so. Der Stream müsste laufen, Jungs. Los, verschnupfter Julian, mach mal hin jetzt. Ist an? Ist an! Glaube ich. Es ist an! Sind wir da in Liga 2? Oh nein! Hallo? Ich liebe es, so viel Quatsch zu verteilen. Ja, Alle geil. schämen mich gerade. Ja, was sind wir heute hier? Liga 2 wieder. In der Season 5, glaube ich. Oder ist das 6? 6. 6 schon. Scheiße. Belgien. Geile Strecke. Ich hoffe, Regen. An meiner Seite. Ich gucke virtuell rüber. Gelbe Stapleros Hydra. Moin. Ja, moin. Weil wir so vorbereitet sind, wie wir es mittlerweile immer haben wollen, haben wir sogar einen Gast an unserer Seite. So einen alten Liga-1-Fahrer, weißt du? Kennst du den Hydra? Schon mal den gefahren? Mit ihm nicht, aber Gegen gegen ihn, ne? ihn. Oder Der war er auch fährt nur immer gegen einmal. mich eigentlich. Immer gegen die Autos. Jetzt kommen wir alle rein. Nee, Happy Danny heute. Ach nee, UPL unterstrich Daniel, tut mir leid. Ja. Ja, wollen wir natürlich hier richtig weitergeben. Du bist heute einmal Gast als Interviewpartner für den Anfang. Woran Moin. liegt's? Warum? Moin. Warum Liga Sorry. 2? Warum nicht mehr der 1? Hast keinen Bock mehr. Man hat es ja, glaube ich, gesehen in der letzten Season. Es wollte irgendwie nicht mehr. Es war so wie der HSV. Ich habe mich lange in der ersten Liga gehalten, aber irgendwann muss man leider runter. Ja, nee, die Pace war einfach nicht da, Konstanz war weg. Ja, deswegen Liga 2. Deswegen Liga 2, also wie man schon raushört, ganz klar Weltmeisterschaft zum Anpeilen. Werden wir sehen. Ja, Liga 2 müsste jetzt 1, da, ja, in meinem letzten Spiel, da war es eigentlich gut dabei gewesen und im neuen Spiel, da kam es nicht so wirklich rein, oder? Woran hat es genau gelegen? So wie du sagst, eigentlich vom Anfang an eigentlich schon. Also das Spiel ist jetzt nicht so das Spiel, was mir so liegt. Das letzte Spiel lag mir viel besser. Ja, Liga 2, vielleicht ein bisschen aus dem Loch kommen jetzt. Das ist jetzt die Strategie. Die Strategie. Fährst auf jeden Fall im Alpha Tauri, nicht im Ferrari. Somit haben wir Strategie schon mal plus 1. Das sollte nicht in die Hose gehen. Hoffentlich. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen knapp bei Kasse, ne? Jetzt sind wir ein bisschen wenig Zeit eingeplant, weil ein bisschen technische Probleme. Was ist denn dein Ziel in der 2? Wirklich Weltmeisterschaft oder erstmal wieder Konstanz reinkriegen, um vielleicht sogar die 1 wieder angreifen zu können, also Liga 1? Ja, ich versuche erstmal kleine Brötchen zu backen. Also Top 5 wäre schon nett. Also das ist, glaube ich, ein Ziel, wo man sagen kann, ist möglich, aber da muss man natürlich auch was tun. Liga 2, diese Season sehr stark besetzt. Zum Beispiel mit Prinz, mit Basti, oh, wen vergesse ich jetzt, FK, Ganser, das Norm zum Beispiel. Da sind einige Kollegen dabei, die echt schnell sind. Ja, deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass die 1 vor ist, ne? Weil ich glaube, die 2 können spannend werden bei Fahrer. Ja. Gibt zwar Kandidaten, wo man sagt, die könnten es schaffen, aber doch, Podium könnte eng werden von der Pace-Technik, vom Geschätzten einfach mal. Ne? Wie du sagtest, ein Basti, ein Robert Geis ist da, ein Ganser auch wieder dabei. Wir werden uns freuen. Hydration, Game Stablerus, hast du noch Fragen an unseren lieben Daniel? Nee, hab ich nicht. Aber Schade. mach was, Junge, Junge, AlphaTauri, Junge, mach was. Ja, stimmt. Ja. Muss heute. Gestern war ja nix. Ja, wollen wir nicht drüber reden, was sonst noch passiert ist. Sah aber satisfying aus, wo wir beieinander fuhren. In der Liste. Nicht gut. Ja, da kannst du von mir aus Rektor den nächsten machen, ne? Haben wir 4 Minuten Zeit hier. Ich wünsche euch viel Spaß, ne? Ach so, Einstellungen sind super, oder? Genauigkeit auf relativ genau beim Wetter. Ja, ich wollte es euch ein bisschen einfacher machen, ne? Ja, es muss auch umstellen dann. Alles perfekt. Seid ihr fertig mit euren Kaffeekränzchen oder? Ich bin fertig. Gut. Dann würden wir dich Gut, entlassen. tada. Tada, viel Spaß. So, wer möchte als nächstes? Max, Prinz, Max, Prinz. Mir ist egal. Mir ist Mir auch auch. egal.
Streitet euch. Nee. Das Nee. machen wir auf der Strecke, wenn dann. Genau. Gut, dann nehme ich einfach Nax, weil er sich zuerst gemeldet hat. Ja, Nax, du bist aufgestiegen in die Liga 2, Feuerliga 2, Liga 3, Weltmeister, ne? Im McLaren. Jetzt bist du im Red Bull. Ja, was hältst du jetzt von der Liga 2? Was sind so deine Eindrücke? Ich bin jetzt leider noch kein Testrennen mitgefahren, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das schon mal nochmal eine andere Klasse. Ein bisschen mehr competitive, aber auch ein bisschen, denke ich auch, dass man da die Leute einfach hat, um dieses geile Racing umzusetzen, was ich so sehr liebe. Und ja, man wird sehen. Ja, also ich finde auch, die Liga 2 ist dieses Jahr sehr stark aufgestellt, so von den Namen her. Und was ich vorher so gesehen habe in Liga 3, Liga 2 generell oder auch die Absteiger jetzt. Ja, wo siehst du dich in der Tabelle am Ende der Season? Naja, ich denke, da es jetzt das erste Rennen ist, ist es logischerweise erstmal zu früh, um irgendwelche Predictions zu machen. Ich werde versuchen, durch meine Konstanz, die ich in der 3 bewiesen habe, auch wieder in der 2 dann dementsprechend wieder anzuknüpfen, um zu gucken, eventuell, wenn ich vorne mitfahren kann, mich in irgendeine Position zu bringen, dass, falls irgendwas passiert, dass ich einfach in Schlagdistanz bin. Ja, wo siehst du dich heute? Quali-mäßig und rennmäßig? Belgien, ich hatte Belgien immer bisher Pech, weil es auch immer Regen gab. Ja. Und ich jedes Mal rausgeflogen bin. Aber ich hoffe, dass es dieses Rennen dann mal besser wird. Ja. Und im Quali? Wo ist deine Einschätzung? Wo landest Ich du? ey, warte mal kurz, ich muss kurz reingrätschen. Wo versuche. kann man, Sekunde, wo kann man dieses komische Wetterdings einstellen? Ich finde das nicht. Bei Hier. Simulation, bei normalerweise müsste da irgendwo Das steht hier Wetter nirgendwo. stehen. Egal, mach weiter, ich suche weiter. Wetter Wo und ich heute stehe. Wetter und Tageszeit. Weiß es nicht, ich habe da Perfekt. nur zwei Dinger. Oder suchst du hier das mit relativ genau? Genau, ja. Genau. Ich versuche in Q3 zu kommen und ja, man wird sehen. Q3 sollte eigentlich Ziel sein. Q3 sollte eigentlich Ziel sein. Ja, dann sind wir gespannt. Also ich hatte keine weiteren Fragen mehr. Ja, Julian? Nee, ich auch nicht. Ich kann nur sagen, auf Nax sind viele Augen gerichtet. Sind sehr gespannt, was du in der 2 abreißen wirst. Also, jetzt soll kein Druck sein, ne? Aber wir sind gespannt auf dich. Ich lasse mir keinen Druck machen. Ich fahre und guck, wie es ausgeht. Du als Red Bull-Fahrer, ich mache dir doppelt so viel Druck, P1 Punkt. So, jetzt gibt's P20, obwohl es gar nicht geht. So, jetzt müssen wir Jetzt müssen loslegen. wir Sorry, loslegen. aber Sorry, aber M-Prince, ne? Ganz schnelle M-Prince, ne? Ganz Frage. schnelle Frage. Wie findest du das Ja, wie findest du Fahrerfeld? das Fahrerfeld? Ich kenne ja nicht so viele Leute, so vom Namen her, aber ich sag mal so, ich höre mich doppelt, sehr anstrengend. Da sind ja auch paar Leute dabei, die jetzt Liga 1 gefahren sind, und im Allgemeinen auch viele gute Leute aus Liga 2, aus letzten Season. Von daher, auf jeden Fall bin ich heiß drauf, so gegen die zu fahren. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Frage ist eigentlich überflüssig, aber Titel verteidigen wirst du machen. Was heißt, werde ich machen? Ich weiß nicht, wie gut die anderen sind, ne? Aber es muss ja das Ziel sein, also, ne, wenn Du ich jetzt hast ein zweimal Ziel. gewonnen habe, muss ich jetzt eigentlich versuchen, das zu verteidigen, auf jeden Fall. Aber ja, ob das machbar ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, meine Strategie, grundsätzlich konsistent immer dabei zu sein, ist ganz gut. Und ja, einfach immer Punkte mitnehmen und so. Und ich denke, dann werde ich ja oben mitfahren können, auf jeden Fall. Aber ja, es sind natürlich jetzt auch viele neue Fahrer. Schwierig einzuschätzen. Corner ist sehr stark gewesen letztes Jahr, Robert Geis auch. F-Kill sowieso immer und dann halt auch noch ein paar Leute, die in Liga 1 waren, die ich jetzt nicht so gut einschätzen kann. Also es wird auf jeden Fall anspruchsvoll, aber ich bin wie immer motiviert. Ja, das ist schön zu hören. Also, von mir aus kannst du noch weiterreden, so. Ich weiß ja nicht, wann du rausfahren möchtest.
Ist hier mein Dings? Meine, wie heißt das hier? Hier gibt es keine Wetter. Prozentanzahl, Regenwahrscheinlichkeit gibt's nicht, oder? Bug vom Spiel? Keine Ahnung. Ach, das ist jetzt nicht so cool, weil ich sehe, im Quali ist alles trocken und im Rennen ist Regenwolke, aber dann quasi bei den Zeiten ist immer trocken. Genau. Aber ganz komisch. Ach, wie bei uns, wo 100% Regen und auf einmal war noch kein Regen. Ja. Ich glaube, sagen wir also, ja, gucken. Der Lost Rookies schreibt Regen. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er schreibt Regen. Anscheinend ist er ein Fahrer von ihm. Schwierig. Schwierig. Ja. Naja. Ich würde sonst tatsächlich rübergehen wieder in die Party, um mich da einmal abzustimmen. Ja, mach das. Was da Setup-mäßig das Beste ist. Aber genau. Auf jeden Fall viel Spaß beim Kommentieren und ja. Beim Zugucken. Ja, und euch beiden, Nax, Emprince, euch wünsche ich guten Tag fürs Rennen und fürs Quali. Jo, dankeschön, dankeschön. Und dann verabschiede ich mich, ne? Ciao. Ciao. Ja, keiner fährt raus. Ja. Alle geschockt. Alle Herzinfarkt bekommen. Keiner mehr Bock zu fahren, nachdem sie Regenrennen sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier los ist. Nils schreibt auch gerade im Chat, ihr hattet den Rennstil wahrscheinlich nicht auf Experte oder wie das heißt. Deswegen gab es die Einstellung vermutlich nicht. Du, ich hab keine Ahnung. Ja, du kannst ja so einen Rennstil machen. So mit Dreieck. Schwierig zu erklären jetzt. Ist aber Benutzer definiert. Ja, keine Ahnung. Alter, Daniel fällt raus, ey. Egal, wir sind doch die gerade zwei, die müssen das können. Scheiß mal Prozente, wir brauchen keine Prozente. Regen kommt, weil er kommt. Fertig. ja. Ja. Wenn es regnet, regnet es, dann machst du nix. Wenn er nur auf Anfänger oder Standard ist, dann gibt es einige Einstellungen nicht. Ja, das stimmt. Nicht. Also, da habe ich ja nicht umgestellt. Also, wenn es Benutzer definiert, wie es immer ist. So. Ich habe schon wieder vergessen, die TV-Kamera umzustellen. Egal, jetzt fahren sie, das heißt doch, läuft alles. Mehr Infos brauchen sie nicht. Machen wir ein bisschen Challenge machen hier, der soll nicht so einfach werden, der hat 2. Jo. Ja. Ja, Julian, wie lang ist denn die Strecke? 5,78 Kilometer, 0,74 Dezimeter und 5 Hektar groß. Aha, aha. Ja. Der innere Kreis, also das, was im Infield ist, betrifft, glaube ich, 7,89 Quadratkilometer. Da kannst du also ordentlich Parkettboden verlegen. Ja, ne? Ja. Gut. Infos sind da. Infos sind da. Und Happy Danny ist auch jetzt schon unterwegs. Ja, im Taurus. Ey, warum habe ich jetzt eine Serie? Was für eine Serie? Prime Sub reingeballert. Jungs, gönnt euch. Happy Danny ist der Erste. Ja, wir werden ja den Klassiker fragen. Was schätzt du so WM? Also, das war ein bisschen eng. Ja. Aber deine Einschätzung. WM, boah, das ist schwierig zu sagen. Also, wirklich. So, Emprince hat bisher die letzten zwei Seasons die WM hier in Liga 2 gewonnen. Aber es sind auch viele starke Fahrer, sag ich jetzt mal, dazugekommen mit Norman. Geiss ist auch stark, wenn er die Konstanz hält. Meta kann auch mega sein. Efkel auch stark, hatte letzte Season einige Dreher. Oder Fehlentscheidungen. Ist aber so, wenn das Feld jetzt so voll bleibt, wie es jetzt ist, sprich mit 19 Fahrern, ist aber gut, Empress ist klar, er ist schnell, er ist konstant. Nur ich würde auch sagen, das hat bei ihm viel geholfen, dass da immer so ein Fahrerfeld von nur 11 Leuten da war. Da kannst du eben mal nicht mal einen fetten No-Score-Runde fahren oder rennen. Ja? Ja. Viele starke Fahrer, die mitgefahren, wenn das so bleibt mit den Leuten, ne, dann wird das
wird schwerer für Prince und auch, ja, Happy Danny macht erstmal hier in der Kurve fast einen Crash der. Aber auch wieder von dem Namen her ist jetzt auch ein Norm runtergekommen aus der 1. Ein Masi kann eigentlich schnell sein. Geis, Meta auch, F-Kill auch. Ja, Basti. Mark Jäger auch, Basti. Und halt eben auch die neuen Fahrer. Black Rider, jetzt sehe ich hier, Corner war auch schnell, Tobi Tiger auch schnell gewesen, also. Ja, und Madden hatte auch eine gute Saison letzte Season. Der war auch stark unterwegs. Ach stimmt, ich guck gerade auf den Aston Madden, aber der ist ja jetzt im Williams ansetzen, deswegen finish ihn nicht. Ja. Also ich sag mal gar keinen Namen, wer irgendwie WM machen könnte, weil das ist, ja, Robert Geist dreht sich raus. Eckflügelschaden bestimmt, aber Auto ist ganz. Ja. Wer ist denn jetzt hier der Nächste? Der Nächste. Roman ist Outlap, das müsste Max sein. Oh, ich muss jetzt mal gucken, hier, wer in welchem Auto fährt, Alter. Ganz ungewohnt, einen Dachs im Red Bull zu sehen. Gott, Black Raider. Von dem habe ich ja noch gar keine Einschätzung. Ja, der kam ja irgendwie in der Saisonpause. Genauso wie sein Teammate, Colonia Raider. 45, 8, Ja, 44, okay, 6, 6, 6. Aber Martin? 4-6. Ist starke Zeit für Q1, also kommt nicht zu beschweren. Ja. Alpine müsste es jetzt sein. Ganzer auch. Auch Ganzer bin ich gespannt. Oh ja. Ich glaube, PC wird gefahren. Jetzt sind jetzt zwei unterwegs. Ja, jetzt kommt Mark Jäger, sein Mate. Ah, nee, ist ja gar nicht sein, ist ja gar nicht sein Mate. Ist ja der Ersatzfahrer, Mark Jäger. 6-7. Der ist auch nur verbrannt. Müsste Corner jetzt sein, der nächste auf dem Medium. Ja, dann geht auch Hotlap. Dann ist es zu viele Blautöne. Levi nehme ich einfach jetzt mal. Der andere geht in die Box. Und das sieht nach guten Zeit aus vom Levi. Auch ein neuer Fahrer. Wind mit sich. Ja. Stark. Tic-Tac-Tony geht in die Box. Ja, Norman ist leider ungültig. Dann kommt da Masi wahrscheinlich. Yes, sir. Auch ein Red Bull. Will ich gute Zeiten sehen. Vielleicht der TK knallt rein, aber ja. 44-6 Podium. Ja. Podium? Aber aufs Podium gesprungen, ja. Dann haben wir jetzt gar keinen mehr, glaube ich. Außer F-Kill. Ne, Corner. Corner ist jetzt der nächste. Im Rari. Rari. Corner war letzte Season in der 2 schon gewesen? Ja, ne? Ja, der kam ja irgendwie Mitte der Season dazu oder so. Ja, stimmt. Und ist auch, war auch sehr auffällig da. Ja, war sehr stark. Fährt auch mit Medium gerade. Ja, Medium kann man machen, aber ich tatsächlich würde ihn fürs Rennen aufbewahren. Je nachdem, wie das Safety kommt, kann so ein frischer M schmecken. Ja, kann man mal ein übelster Game Changer sein. Hersteller viel Zeit liegen lassen, 45-8. Der Profi, Digga. Ja. Jetzt kommt Kill. 45-6. Oh. So, wer ist denn hier der Nächste? Der Nächste ist, Gar keiner. Keiner mehr Bock. Ist das Daniel? Nee, Daniel, das ist Schmich. Was sieht das jetzt in... Wer ist denn hier, der erste auf Hotlap jetzt? Keiner. Corner wird abgebrochen haben, F-Kill auch. Masi ebenfalls ungültig. Dann ist das ganze Rad frisch aufgegangen. Ganzer. Da gucken wir mal zu. Oh ja. Oh, noch gar nicht gesehen. Like Bobic Life, danke für den 8. Monat im Prime. Geil! Geld, Geld, Geld. Kuss, Digi. Oh, nach der Geraden nicht gut getroffen.
Ja. Gut, ganz auch. Liga 1 viel gefahren, also heißt viel ab und zu mal gefahren, eher Ersatzfahrer, jetzt vielleicht nicht zwei regelmäßig da. Auch ein Kandidat, der theoretisch, wenn man die Erinnerung vertraut, Weltmeister werden kann. Ja. Könnte. Könnte. Das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht auf Fahrernummern checken, so, ne? Weil Daniel einfach die Fahrernummer nicht reinschreibt in den Anmeldechat. Da will er die Strafpunkte verteilen, sagt er. Ja. Hat Leon was zu tun? Ich auch, aber hat Leon was zu tun? Ja, Purple war bei Ganza. Oh, der Alpha Rom. Ah, ah. 46, nur, okay. Mhm. Kann man Aston, müsste Tony sein und der dreht sich raus. Das ist Tony Tiger, aber. Das war Tijor. Ah, das ist Princey. Emprince, ja. Der Titelverteidiger. Aber was ist deine Meinung zu der Strecke? Du bist ja gezwungen, gefühlt keinen Flügel zu fahren. Ja, das ist richtig. Also, je höher der Flügel ist, desto schlechter bist du eigentlich. Ja, leider. Weil ich habe schon gesagt, die Strecke ist geil und wenn man ein bisschen mehr Flügel fahren dürfte, oder könnte, sagen wir mal könnte, wäre die Strecke aber schon mal geiler zu fahren. Ja, ich finde die Strecke mega. Also Sektor 2. Sektor 2 finde ich geht eigentlich noch. Na, McLaren schön vorgegangen. Ja, der Mate direkt dahinter. Mit zwei Has. Einer ist Basti davon. Tatsächlich müsste Norman jetzt schon wieder in die Box fahren. Basti bricht sogar ab. Und Robert Geist ist auf die 6 gesprungen. Da muss er eben kurz Nase schon rumgehen. Norman, ja, guck was er macht. 45, oh ja, doch, ja. 45,4 könnte reichen. Stand jetzt, wenn sich da keiner auf einmal wieder verbessert. Tony Box, Tobi Träger ungültig, Basti Box und Meta unterwegs. Jack Ryder mit einer Verbesserung von 6 Zehntel auf die 6 gesprungen. Schauen wir mal am Meter zu. Er hat noch gar keine Zeit. Mal gucken. Sektor 2 relativ aggressiv gewesen. Hier auch. Über den Curb. Traue ich mich nicht. Aston Martin ist in der Box. Ja, der zweite Curb geht, aber der erste Curb ist jetzt. Den meine ich ja auch damit, ne? Sorry. Oh, Meta komplett am Ballern hier. Das, wenn das stimmt, Purple 2. Und so, Zeit sieht gut aus. Also, wenn jetzt noch die letzte Kurve gut trifft. Sehe ich das richtig? Hat Meta den Standardhelm auf? Tatsächlich. Es gibt einen Strafpunkt. Ist Leon hier schon? 2 sah wild aus am Meter, aber ist so eine 46,3. Damit, ja. 3 war halt Risk, ne? Norsch. Norsch. Ja, gut. Corner auf der Hot Lap. Happy Danny macht's, ja, tot. Orange. Orange. Eieiei.
Das ist natürlich belastend für Happy Danny, aber gut. Ja. 45,9 war die 11 oder 12, eins von beiden. Hätte er nicht gemisst und Tobi Tiger geht in die Box, somit ist er ohne Zeit und wird auch keiner mehr schaffen. Da hat Corner sich gedreht. Live on Cam. Basti noch in der Box und Tic Tac Tony. Oh, schon da sogar. Ohne Flügel. Wird aber jetzt auch heißen, dass nur noch Tony da irgendwie wo und Basti. Ja, fett ist raus. Nur die beiden. Das heißt, alle in Gefahr, Meta und Nax. Oh ja. Und Max ist auch draußen. Oh, und gibt auf. Ja, Tony macht's ungültig. Ist ungültig. Und der Kurve. Heißt für ihn jetzt aber ja, eher S-Sparen und mit ganz viel Glück nochmal über die Linie kommen, aber es könnte knapp werden. Alpha Romeo, Cologne Rider. Der muss eigentlich keinen Soft mehr ankratzen. Ich hoffe, es ist ein Alter für ihn. Oh, und der Jäger, der ist ungültig, diese und nächste. Das heißt auch für Jäger, er ist raus. Richtig. Somit ist nur noch Meta in Gefahr. Wenn Tony natürlich keine. Ne, schafft er nicht. Tony nicht und Tobi Tiger ist recht nicht. Ja, somit nur noch Meta. Und das wäre Basti, der ihn ja, eliminieren darf. Die Frage ist, ob sein Mate das schafft. Ach, ah, ja, ist natürlich belastend jetzt, ne? Ja, ich glaube, da wartet Meta auch schon in der Rouge sozusagen. Auf Basti. Für den zum dickesten Wegballern. Na, oh, der Windschatten bringt's. Fehlverzehn. Ja. Aber sie haben's probiert. Ne, taktisch von Meta. Seinen Teamkollegen auszubremsen. Hast du gesehen? Ja. Ist gegebenenfalls sogar clever. Unter KI. Könnte Basti einreichen lassen. Und zur Bestrafung braucht er jetzt Meter raus. Kann natürlich auch sein. Was wäre es jetzt? Ja, und wenn es der weitermacht, dann ist Meter raus. Da diese riesengroße lange gerade runter. Ja. Aggressiv reingebremst. Ah, Meta ist raus. Boah, Basti auf die 6. Starke Runde. Nax hat auch noch mal Soft angekratzt. Ja. Natürlich jetzt blöd, aber machst du nichts. Ja. Also, beide Essens raus. Ohne Zeit. Ja. Der Jäger und ja, Meta, ne? Ja, und Daniel. Ja, klar. Ja, klar. Wir haben anscheinend 19 Zuschauer. Ja, alle Fahrer. Clever. Ja.
Ja. Ja, was soll man sagen, ne? Ja, vier Leute haben es sogar mit Medium weitergeschafft. Die Top 8 ist 4 Zehntel nur, dann kommen die Mediums. Ist krass. Am Ende waren es trotzdem noch 1,7 Sekunden, die hier 1 bis 15 trennt, oder 14 eher gesagt. Ist viel Zeit, somit kann man schon ein bisschen rausgucken, wer ihn vielleicht gleich erwischen könnte. Aha. Oder sie treffen, na gut, Max natürlich auch auf Medium gefahren, ne? Nicht auf dem Soften. Wir sehen's, wir werden sehen. Der Tiger im Chat richtig am eskalieren. Ich habe Wut. irgendwie noch voll Hunger. Ciao. Wollen wir was essen gehen? Ja, Stream geht auch mal ein, oder? Was soll man machen? Ich meine, ich habe ja gerade 8 Monate in Folge rausgehauen, ne? Da kann auch mal von der Leitung eine Lieferando-Lieferung bezahlt werden. Oder nicht? Ja, was wäre jetzt sehr unfair, wenn du was von Lieferando bezahlt und geliefert bekommst, ne? Warum? Und du mir einen vorschmatzt, das wäre ja richtig unfair. Ja, was im Mund. Ja. Alle voll raus. Und wir müssen sagen, natürlich jetzt durch das Regenrennen, das gut findet worden ist. Ich bin gespannt, ob das irgendwie trocken startet oder trocken wird. Weil ich glaube, überholen ist in Belgien ja auch gut auf der Gerade klar mit DRS easy, aber ohne DRS. Oh. Da würde ich auch ein Kippchen anzünden, wenn ich das Regen höre. Das ist herrlich. Ich hoffe, dass es wenigstens irgendwo ein bisschen trocken ist, weil wenn es ein durchgehend Regenrennen ist, dann wird das übelst langweilig, das Rennen. Für die Fahrer nicht, für uns schon. Ja, ich penne dabei ein. Glaub mir mal. Ein Schnarch hier, die Zuschauer voll. Ah, ich glaube nicht, also das Fahrerfeld ist hier schon gut bestückt. Ich habe viele von mit Fahrhilfen von TK. Das ist ja im Regen Gold wert. Ja, im Regen habe ich gemerkt, dass da mehr Unfälle passieren. Ja, das könnte passieren, ja. Aber gut, Belgien ist halt eine Strecke, ne? Da musst du halt mit Regen rechnen, weil Ja. ist halt Regen, ne? Ja, aber das Ding ist, wenn da viele Sachen passieren, ne? Ich sitze mit dem Haufen da. Das ist blöd, ne? Jo. Deswegen hoffe ich auf ein Masi. faires und sauberes Rennen. Masi der Erste, dahinter kommt Malm. Ich erinnere mich noch an Season 1. Masi und Ifalay in Belgien. WM-Entscheidung. Als Masi es in Eau Rouge weggeworfen hat. Erinnerst du Damals, dich? Season 1 oder was? Ich meine, da war das Season 1, oder? If I lay Masi, ja. Ich war ja so Wurde da in nicht Masi. sogar Masi vom Red Bull rausgehauen? Oder ist Ich irgendwas? weiß es nicht. Ich war ja Masis Teammate. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Wo ich dann gut. Fahrerfeld. Fahrerfeld ist gut bestückt. Woher wissen wir das? Ja. Wir haben die Infos, wir haben die Facts.
Solltest du selber wissen, also in der Bewerbungsphase musst du immer eine Bestandsaufnahme von dir geben und da wurde halt dein Bestückungsgrad in Prozent angegeben und das haben wir vorliegen. Ja, das hat alles mit den Zeiten, die du fährst, zu tun. Alles mit der Formel aus Pi. Er fährt ist der 1, also ist der Prozentwert vom Bestückungsgrad nicht so groß, ne? Also. Ja, Martin fängt an hier, wenn er. 45,2, jetzt müsste es Martin sein, macht die Pole 0. Das ist mir viel zu stressig hier. Oh, no, Norman! 4,4, stabil. Ich wollte sagen, Martin und Omasi werden alte Reifen haben. Max, ja, ich komme nicht durch, Digga. Wer kommt als nächstes? Ferrari. Robert, 44,2. Die beiden auf Medium eben gewesen und auch jetzt auf frischen roten Reifen. Corner ungültig. Levi jetzt am Taurus. Gut, aber 45,2 könnte auch ein Alter gewesen sein. Ganzarinski jetzt. 46,4 nur, okay. Prinz, was sagt der? Die Pole? Pole. Also nebenbei. Und Basti als letzter. Auch alter oh, Soft. Das war. Der Respin hat noch reingezimmert. Oh, cool, schon wieder ungültig. Und die Rennleitung, Oh, meine Nase. Kann ich wieder anziehen? Weniger koksen. Also 43er Zeit vom Weltmeister. Kann man machen. Was fährst du hier so mit dem Soften? Im kurzen 43,9 tatsächlich. Im kurzen fahre ich eine 43,4. Stabil. Ja. Was fährst du hier mit dem Medium so ungefähr? Weißt du das? Nee, den werde ich auch nicht anrühren. Ja, ich habe den heute mal angerührt. 44,4 gewonnen. Boah. Oh, ich behalte mir lieber den Medium fürs Rennen auf. Damit ich zwei frische habe. Weil wow. Safety Car ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? Keine kann Seltenheit. Kann ja aber auch rauskommen. Kurz gesagt, Bernd hat hier besonders Bock rauszufahren. Gut, kommt natürlich drauf an, wenn es regnet, dann. Ja, Bernd möchte auch mal seine Runden drehen. Regnet, da musst du auch nicht sparen, da kannst du einfach. Ah, weg damit. Aber nicht. Trotz, weg. Ich hoffe ja. Nicht auf Regen, weil Regen. Wäre nicht so geil. Fühle ich eher weniger. Bin ich voll und ganz bei dir. Warte, Chat ist ja ruhig. Scheinbar nur alles selber Fahrer, die hier Informationen rausholen wollen. Ja, Chat ist ziemlich ruhig. Und Cologne Rider ist jetzt der nächste. Der neuer Fahrer fährt Lenkrad, sehe ich. Purple 2 angeblich. Fahrer Automatik oder nicht Automatik? Und TK oder nicht TK? Das sehen wir gleich. Nicht Automatik, Automatik, ach, ja, ja, ne? Und TK. Ja. Auf die 6.
Ist der nächste Soulcatcher. Ja. Im Larren. Das ist ein bisschen gelbe Flagge hinten. Ja, Soulcatcher immer noch ohne ABS unterwegs. Kurve 1 ist so eine Kurve, da kannst du viel liegen lassen. Ja. Chips aber sehr gut, besser als ich. Ja, fühle ich. Komplett durch. Muss aber sein. 345, ja, das war auch fast 0-0er Flügel und richtig weg. Ja, das ist ja gut, wenn du ohne ABS fährst. Und ist stuck. Also, Soulcatcher zurücksetzen, ist erlaubt. Mach, zurücksetzen. Setz dich zurück, Bro. Mach. Setz dich zurück jetzt. Mach doch! Das wirst du nicht disqualifiziert. Oh, der macht die Reifen kaputt. Ja, dann hat er Pech gehabt. Sag ja. Hätte er machen dürfen, aber wenn ich will, der hat schon, ne? Wenn ich will, der hat schon. Vorder ist jetzt, glaube ich, auf meinem der nächste. Hinter ist Nax und davor müsste es dann. Ich hätte es gleich leer verlassen. Alles AFK gegangen oder was ist hier los? Wer? Ne? Okay, ich hab schon irgendwas Stück hier nicht schon. Ja. Tobi Tijas Nummer 1 Fan ist auch wieder im Chat dabei. Ist der, glaube ich, hier Hamasi oder? Nee. Madden ist das. Madden. Das halt sehe ich gerade nicht. 4 Minuten, ja. 5-0, keine Verbesserung. Ja, Corner kommt jetzt. Corner um die Corner. Sieht dann nach 44 aus. 8-4. Ja, stark. Kanter, 7 Zettel schneller. Max hatte keine Verbesserung gehabt oder keine gereicht. Jetzt kommt Levi, Louis, was auch immer. Splitte die beiden Mercedes. Norman fährt gerade raus, hat gesehen. Ich glaube, ich muss auch mein Aufladekabel suchen hier vom. Habe ich da nämlich ein Problem. Vom Controller Rinsky? Nee, vom Headset Ginsky. Ui. Ja, sehr kontraproduktiv. Weil das ist doch kein USB-C, das ist was anderes. Diese alte USB. Mittlerweile habe ich schon eine USB-C über rumfliegen. Scheiße. Ach, hab's gefunden. Alter, PS4, wo es hingehört. Verknotet, ey. Belastend. So. Die stecke ich mal aus. Ja, wieder Ruhe. Ganz nur Ruhe. War der auf 2? Ja. 43,9. Nax geht jetzt, ja, was macht Nax? Der ist versucht auf den alten Soften, aber ich glaube, das wird nichts. Weil Reifenverschleiß ist hier fett. Masi ist auf der 10. Ja, hat aufgegeben. Black Rider jetzt mit einem Medium schon, das, boah,
Wenn Marci Glück hat, reicht das, wenn er Glück hat. Eine 45-2 mit einem Medium zu treffen, ist könnte schwierig werden, weil ich Nax glaube ich nicht, dass er sich verbessert. Robert Geis, DNF. Ja. Was soll ich dazu sagen? Unnötig, ne? FK jetzt, die Zeiten stimmen überhaupt nicht mehr. 45-2. Da geht jetzt auf die Stelle. Clone Rider geht auch auf eine Stelle. Das hier auch noch. Corner ja, safe. Ja, Nax ist ungültig. Ja, so wird es Nax schon mal raus. Ganze fällt gar nicht mehr. Und Black Rider, ja. Der könnte für Masi noch gefährlich werden, aber Medium. Da muss alles stimmen. Hat natürlich auch ihren Fischhelm. Ich glaube. Wird, glaube ich, nix. Ja, hier viel Zeit liegen lassen. Hier auch trifft er nicht und ungültig. Ja. Ah, ist ja gerade, Nax hätte es schaffen können. Das war nicht viel, was da im Sektor Zwischenzeit gefehlt hat. Somit ist jetzt, ja, Soulcatcher DSQ. Black Rider 13, Ganser raus. Und Nax. Geysini, ja, der hat keinen Bock gehabt auf Q3. Der hat das Auto lieber abgestellt am Rand. Ja. F-Kill ist 8 Zehntel schneller. Ist der jetzt auch durch? Macht er. 43, ne, 44,2. Oder auf die 4. Das ist eng da vorne, ey. Clone wurde auch nochmal verbessert. Basti auch nochmal 4 Zehntel schneller. Für P7 war das glaube ich 6 was. Sehr eng das Feld, also kann man beschweren, kann sich schon weniger, ne? Ja. Waren jetzt 1,2 Sekunden, die alle getrennt haben. Wobei Masi keine zweite Runde gesetzt hat, also ich gehe mal eine Sekunde, Unterschied. Jetzt für Track Evo, was sagst du? 43,7? Ja, sollte drin sein. Sollte drin sein. Der Lörens. Der Lörens? Ja, kennst du den Lörens? Wer ist das? Weiß ich auch nicht. Erzähl mir vom Lörens. Ich habe Lörens Chips gerade vor mir liegen, deswegen. Alter, Lörens. Der Himmel sieht bewölkt aus, tatsächlich. Siehst du das? Das ja, bisschen, so ein bisschen. Ein bisschen Wolken sehe ich da. Gucken, ob es auf Hektik ausbricht. Raus, 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 oder? Nee, scheint nicht so. Ah, da wird düstlich ein Red Bull raus. Und ein Mercedes. Norman und Marci. Ja, und dahinter ein Larren. Ist der Prince. Oh, ist doch nicht bewölkt, das sah nur so aus, glaube ich. Alles ist in dichter Sonne gehüllt. Alles ist in dichter Sonne gehüllt. Erste ist dann, ja, der
Liebe Marcy, das hat schon ungültig gemacht. Macht er clever. Oh Mann, bin ich müde. Und eine Runde gelbe Stapler, dann ist wieder drin. Jetzt ist er drin. Jetzt ist Norman der Erste. Ja, Norman scheint motiviert zu sein. Also wer Liga 1 war ja Fahrer gewesen. Ja. War gekämpft worden um Q2 immer. Zwischendurch mal. Und so jetzt, Stand jetzt, ist für ihn Q1 easy drin, ne? Was sagst du? Podium, wer macht's? Podium, wie sagt man das aber? Pole Position, so, oder? Digga, also. Ja. Ich denk auch noch an Qualifying bis zu Ende. Der denkt auch noch an Surface Mittag. Richtig. Pole, boah. Aran Top 3, machen wir es ein bisschen einfacher. Was? Hä? Was? Top 3. Top 3. Boah, Emprince, Norman, Marcy. 1, 2, 3. Mhm. Und du? Mhm. Marcy war Red Bull. Ja. Norman auf der 2, weil alter Teamkollege. Ja. Und jetzt wird schwierig. Prince oder Madden? Ich sag Prince wegen Konstanz und Madden auf der 4. Ganz knapp aber nur. Alles sehr eng. Ja. Ich habe jetzt schon vergessen, was ich gesagt habe. Einfach still sein. Ja, okay. Kannst du ein bisschen ASMR mit deinen Lyrins machen? Mhm. Hast Bock? Ja, mach. Dickfett ASMR jetzt bitte. Oh, schönes ASMR vom Mercedes gerade im Ohr. Ist ein bisschen laut, aber ist geil. Ich hätte eine Kurve für Norman. Ne, das wird's nicht sein. Marcy 44.3 wird auch keine Pole, also ist Prince 44.2 ist die klassische Bunkerrunde. Kennst du die Bunkerrunde? Ja, die Bunkerrunde kenne ich. Die Banker Lab. Ja. Clown Rider jetzt, war 45, das waren wahrscheinlich alte Softs. Ja, Softe. Basti Miliani der nächste. 447, ja, okay, ja. Levi. Das sieht mir nach 43 sogar aus. Sag ich doch, 43,9. Ja, stark. Corner. Der nächste, der Ferrari. Der letzte Corner. Ne, dort ist eine 44. 8. Also ich hätte mit mehr 43 gerechnet, sag ich dir ehrlich. Mit was? Mit mehr 43er Zeiten. Ein, zwei Stück noch so. Hätte ich mir ja, kommt noch. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm jetzt hier gerade. Kommt mal denn? Ah ne, geht er jetzt sofort live. Huch. Oh,
Bügel auf, ERS an, 340 nur, okay. Warte mal, laut dem Spiel Purple Vector 1. Ja. Hier schön eng bleiben, schön rollen lassen. Vergangen auch gut getroffen. Hat er super gut getroffen. Oh, hier auch schön viel Gas mitgenommen. Das ist perfekt. Guck mal, entscheidende Kurve abteilen. Was macht er hier? Sehr sauber. Oh, clean. Schön an die Grenze gegangen. Ja. Oh ja, das könnte die Pole sein, sag ich ehrlich. Ja. Das wird auch, glaube ich, die Professional Pole erstmal. Da muss er nur gucken, dass er schnellstmöglich in die Box kommt, weil das könnte wieder eng werden. Ja. Wobei, ja, doch, könnte klappen, muss aber nicht. 43,7, ja. Ja, stark. Da ist er. Stark. Sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Haben wir nächste, müsste Levi sein. Einfach 7 gibt's zu schlagen. Oh, die Frage ist, packen die anderen das? Oh. Ach du, komm ich wieder. Jetzt geht er auch noch flöten. Das war die Nase, die kurze Fehlzündung hatte. Eine Fehlzündung? Man kann mal ein bisschen Kolben schleifen und so, ein bisschen kitzeln und dann muss man auch kurz mal einen Boxjob machen. Ja, verstehe ich. Hatte ich auch erst letzte Woche. Madden wird keine Runde mehr schaffen, aber er ist auch so gefahren, es wird er gar nicht mehr fahren wollen. Jetzt Levi als nächstes. Ich guck mal, wer noch in der Box steht. Das müsste Norm sein. Der fällt jetzt raus. Und ein Haas, Basti. Auch hat rausgefahren. So, und alle außer Madden noch mal schnell. Und Levi ist jetzt kurz davor, die nächste Stelle zu machen. Ja. Kann er die Professional Pole schlagen, ist die Frage. Er ist da dran. Wenn das frische Softe sind, dann mit der Mini-Track eben, die auch dazu kommt, kann das glücklich sein. Ja. Lenkt voll ein. Und wie im letzten Spiel hast du so Angst gehabt, in Rouge voll reinzugehen und jetzt ohne Probleme. Ja. Ich frag mich, wie das nächste Game wird. Schön über den Körper rüber, da auch, ohne sich wegzurutschen. Victor 2. Ja. Ja, 1 war gut. Anfang 2 auch gut. Macht er super. Hätte Zeit liegen lassen. Jetzt kommt das Heck. Oh, ja, doch. Das hat gekostet. Ja, plus ein bisschen Gras mitgenommen. War nicht ganz günstig hier raus. Glück gehabt, dass es ungültig wird.
Aber ich glaube, das wird nichts für Mann in seine Zeit. Denke ich auch, dass es nichts wird. Auch wenn die Linie jetzt in Sektor 3 stimmt, oder Ende Sektor 2. Guck mal auf die Zwischenzeit. Oh, nicht unglücklich, 0-0. Da muss der letzte Sektor sein, letzte Kurve. Ja, die letzte Schikane. Die letzte Corner. Der Exit, der wird sein, wird es besser nicht. Das kann eine 43er werden. Exit nur war gut. Keine 7, ne, eine 9. Mm. Fast identische Rundenzeit gefahren wie eben. Ja, jetzt kommt Corner. Macht's nicht ungültig, okay. Aber ich glaube, aber Verbesserung könnte es werden. Ja, oh, 7 Zehntel, okay. Hier was gesagt? Jojo. Der jetzt richtig Bock. Kann er Levi angreifen? Kann er vielleicht auch Martin? Ich glaube Martin, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ja, da muss er aber fliegen für. Die letzte Kurve, die ist entscheidend beim Corner. Wird sie Pole? Nein, wird aber P2. P2. FK. Ja, hat noch gar keine Zeit gesetzt. Kann auch die 43er werden. 43, ne, 44-1. Dann McLaren, Prince, 3 Zehntel schneller, wird 2. Romeo auf der 7. Und Masi nochmal 2 Zehntel, das könnte P5 werden. Ja. Ja, P5. Aber jetzt nur noch Norman, der jetzt kurz vor der letzten Kurve ist. 7 Zehntel, das könnte der Angriff auf Martin werden, könnte. Ja, wird es. Der Exit entscheidet. Ne. Oh, letzte Kurve. Basti, was macht er? 7 nur. Ja, Levi ist durch. Nummer Tama durch. Ja, Martin on Pole. Martin on Pole mit einer Runde. Prince 6000stel hinter ihm. Oh. Knappes Ding. Corner unerwartet, also den ich jetzt nicht nur 3 gesehen, sag ich dir ehrlich. Ja, hätte ich auch nicht. Warum auf der 4? Gut, ja. Okay. Nein, aber kein Schwer, wollte von niemandem was. Also, Rennen wird ja eh Regen sein, also scheißegal. Und Skilleru hat langsam Angst auf seine Wette, auf Madden. Das waren nämlich 4 Prime-Subs, die er spendiert, wenn Madden gewinnt. 4 Prime-Subs, die er verschenkt. Wenn Madden gewinnt. Dennoch waren es nur eine halbe Sekunde, die alle Fahrer trennen. Du, falls man den heute gewinnt, ne, also ich hab noch kein, ich bin noch nicht Sub bei hier, ne. Nehme ich gerne an. Ja, wie gesagt, halbe Sekunde, ab 1 bis 9, also ist enger als letzte Season, sag ich dir ehrlich. Ja, ist stark. Wird, glaube ich, viel Spannung. Und das in Belgien, jetzt überlegt man, kommt eine Strecke, die was einfacher zu fahren ist. Ja. Start ist um 20.30 Uhr. Din, 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 din. Das sieht ziemlich nach Fullbet aus. Regen. Fullbet. Alter.
Marcel Kiefer hat Red Bull verlassen, sagt aber, dass er bei F1 eSport bleibt. Macht er clever. No. Ja, Full Wet. Full Wet. Ich würde mal so sagen, Skiller Hero, durch dieses Wetter würde ich noch mehr Angst haben um dein Geld. Oh ja. Wie gesagt, es gibt Regen, somit ist die Strecke nochmal fünfmal schwieriger. Das heißt auch für uns, wir werden noch länger hier am Stream sitzen müssen. Oh ja. Habe ich mega Bock drauf. Überholmöglichkeiten gibt es ja, ohne DRS eher weniger. Ja. Wie diese Boxenjungs einfach ineinander stehen. Fällt mir gerade so auf. Auch so mit diesem mit den Armen so ganz Ja, komisch. ja. Naja, Regen ist halt kalt, ne? Also Wir wärmen sich, ein bisschen kuscheln ein bisschen. zum Aufwärmen. Wie blöd, Alter. Ja. Der Typ in der gelben Weste steht da, weißt du, steht da mit so dummem Sweatshirt. Kennst doch diese bestimmt diese Menschen, die im Sommer im Pulli rumlaufen und im Winter im T-Shirt. Nee, So die einer ist das. kenne ich nicht. Ne? Ich kenne nur die Leute, die im Sommer sterben und im Winter nackt rumlaufen. Verstehe Also ich nicht. gefühlt. Verstehe ich echt nicht. Ich verstehe die Leute auch nicht. Dann kannst du ja mal sagen, was wir sagen sollen. Sagen, was wir sagen sollen. Nee, sagen wir, wie das Endergebnis aussehen wird. Boah, das ist ja mega schwierig. Ich habe keine Ahnung. Findest du? Ja, kann alles passieren, ne? Ja. Für den Prime Sub, ne? Ich believe in Madden auf A1. Ich denke, Norman wird sich zu 2 kämpfen. Und die 3, oh, das wird schwierig. Es ist voll, wie Basti, gesagt. Basti macht die 3. Basti, okay. Also ja, ich habe auch Madden auf dem Schirm, weil er einfach konstant ist. Gut, Regen ist schwierig, ne? Kann alles sein. Prince, genau das gleiche, konstant, aber Regen halt. Corner weiß ich jetzt nicht, kann ich im Regen nicht einschätzen. Ich glaube, der ist auch nie Regen gefahren. Boah, ich habe ihn im Regen fahren sehen. Norman ist halt auch konstant. Der muss halt nur Glück haben, dass nicht abgeräumt wird. Oh. Ja, aber das sind trotzdem noch Fahrer wie ein Masi, ein Basti theoretisch auch. Ein F-Kill, guten Clown Rider weiß ich, kennt er nicht. Das ist schwierig. Ja, hau jetzt raus, ein, zwei Ich und drei. stecke Madden. Madden macht's. Danach Prince, dann Norman. Interessant, interessant. Ganz hat die Da Session ist schon. verlassen. Max ist disqualifiziert wegen Eau Rouge und er ist auch in McLaren in die Wand eingeschallert. Nämlich Prince. Ja, ich würde sagen, Prince wird den Start verlieren. Oh ja. Weil kalte Reifen, also das wissen wir ja, das wissen wir Kannst einmal. du... Kalte Fullwets im Regen in Belgien, ne, das stecken. Die brauchen 2 Runden, bis sie warm sind. Da verlierst du, glaube ich, gar nicht so viel. Kannst du Ganser Ganser nochmal braucht an? neue Einladung. Ja, ich mach. Ja, Leon, das Ding ist, ich kenne die Fahrernummer nicht von der Liga 2. Und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Soweit ich das sehe, hat Robert Geis die 7 gerade auf dem Auto drauf. Dass ihr das seht, also seht das einfach überhaupt nicht.
Ah doch, jetzt. 93 Aha. bei Madden. Aha. Aha. Kai ist mit der 7 unterwegs, hat aber die 69. Aha. Sass. Gibt eine Rennsperre. Aufschreiben, Leon. Ungefähr 1,9 sieht man das. Levi 73. 45 bei Norman. War sie jetzt die 8? Ja, ich bin gespannt. Wo gucken wir jetzt drauf? Wer macht den Start? Du machst den Start, Hydra. Weil ich mach den Start. Du machst den Start. Du machst den Start wie der Kameramann in der gelben Warnweste ohne Regenschirm. Wäre schön, wenn ich eine coole Kamera hätte. Ich würde so die 6-7 empfehlen. Ich guck weiter hinten. So, oh, da leuchten die roten Lichter auf, wie die Hecklichter meines Gabelstaplers. Und da sind sie aus. Aus und sie fahren nicht aus. Los und Durchfahrtsstrafe für Levi, das hatten wir noch nie. Ja, und das sieht mir schon so, noch Chaos aus. Hier geht's los. Festhalten, anschnallen. Madden kommt gut unterwegs. Meta macht den Rasenmäher. Oh, Norbert kommt drauf. Ich sehe gar nichts. Alles so wuselig, aber nichts passiert außer eben Rasenmäher, aber. Oh, Norman kommt wieder weit raus, oder war das Geist? Ich weiß, oh, nicht. Fehler, Red Bull Unfall! So, Basi, DNF. Ganzer DNF. Oh, da ist mehr passiert. Safety Car. Meter auch noch. VSC. Das war, ja, da kam Alpine quer. Dann ist, der gerade gekommen, dann ist Masi abgeflogen. Dort vor Ganser rein. Was geht denn da hinten ab? Da ist Stau. Da. Cooler Start gewesen. Ja, super. Basti mit einem super Start auf 3 von der 7. Norman abgerutscht auf die 8. Und Prince konnte die 2 verteidigen. Ja, Levi, Durchfahrtsstrafe, Fehlstart gehabt. Ja, bitte, bitte. Und grüne Flagge wieder. Corner gerade eine Bremse für F-Kill. Ja, wir gucken mal, ja, Masi DNF. Zählen wir mal raus, Und Robert Geis, Quersteher, fliegt fast ab. Rettet das Auto. Und, oh, boah, Nackiger muss abbremsen. Ja, Mark Jäger mit gewonnenen 7 Positionen. Oh, und da fährt Nax Flügelschaden nach Flicken. Kompletter Flügel vom Red Bull. Red Bull ist gebrochen. Ja, Levi und Nax fahren in die Box. Ja, Levi Durchfahrtsstrafe, Nax hat kein Flügel mehr. Madden fährt da vorne schon mal weg. Oh, Basti fast hinten in Emprits rein, in der Orange. Ich hab irgendeinen Schlag gehört wieder. Alles gut, Alpine wieder am Fliegen, ganz Orange, überleben alle. Der Overtake, Geist am Markjäger vorbei. Ja, Geist hat Pace gerade, also. Ja, oh, da hinten. Tobi Tiger, Soulcatcher. Und Toni direkt dahinter. Ich bin vorne und sehe hier. Cologne Rider gegen Corner. Corner hat die Pace nicht so ganz, um mitgehen zu können. Wo
bei Norm zu. FK vor ihm, Cologne Rider, FK ein bisschen weit raus. Na, Corner. Nee, doch, Basti. Basti, Riesenfehler. Das stimmt. Oh, Cologne Rider geht an Corner vorbei. Muss aber machen, weil Corner eben die Pace irgendwie. Und dahinter nicht Norman an FK vorbei. Bisschen Wiese, die Kurve ist im Regen schwer. Mal in die nächste schnellste Runde. Fährt 2 Sekunden schon weg von 5. Norman Rouge besser genommen als Corner, kann jetzt angreifen. Oh, gegen. Oh, der FK in die Wand. Und ist nicht stuck. Ja, jetzt geht's hier völlig ab. Levi hat's gut gemacht, geht sogar vom Gas runter. Und muss jetzt FK vorbeilassen. Ärgerlich. Aber ja, schön das Tempo reduziert. Nur wieder VSC. Kein Safety Car. Nur VSC. Oh, ich habe noch Milchbrötchen, Alter. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Ich zieh mir jetzt mal Milchbrötchen rein. Durchfallstrafe für Nux und da ist ein McLaren. Focus da. Am Flattern und da kommen schon neue Fahrer. Passt er auf, da macht er gut. Oh, Prince geht in die Wand. Zu viel Gas und hat keinen Flügel mehr. Und nochmal in die Wand. Nee, doch nicht. Er ist. Glück gehabt. Also Flügel oh, ist Geist steht da. Geist. Jäger. Was passiert hier? Geist und Levi, passt da auf. Sieht er das? Sieht er? Alter Junge. Ja, Prince in die Wand geballert, aber er fährt ohne Flügel weiter. Kennt Prince nix. War aber ein Riesenfehler, weil ich glaube ohne Flügel. Zwar du hast eh kein Flügel, aber. Clown wurde jetzt Basti. 4 Leute an der Boxengassen drinne, Nax, Durchfahrtsstrafe, Geist sein Flügel, auch Jäger neuer Flügel und F-Kill ebenfalls neuer Flügel. Ja, Prince, ja. Basti muss jetzt schnellstmöglich vorbei, um nicht so viel Zeit auf Madden zu verlieren. Reift da ein bisschen rein, aber gut. Basti muss halt vorbei. Kriegt gar keine Kurve mehr. Da ist wieder gelb in Orange, aber war nur eine Kleinigkeit scheinbar. Ja, Prince trifft gar nichts mehr. Der muss Der muss in die Box. Er braucht den neuen Flügel. Norman jetzt an Corner dran. Corner immer noch Probleme am haben und es wird irgendwie stärker vom Regen her. Na, dann ist ja schon fast ein Orkan hier. Norman, man sieht, Norman kann schneller als Corner, aber er kommt halt eben nicht vorbei.
ihr zwei. Könnte eine Warning gewesen sein. Crawler trifft die Kurve wieder nicht. Jetzt muss Norman natürlich. Prince in der Box. Musste er auch. Kommt nicht weg. Gelb. Es ist hinten. Es ist F-Kill. Okay. Ich bin sicher genommen, mal ob er Corner jetzt kriegt. Müsste eigentlich, wenn er jetzt komplett. Nee, doch nicht. Hab ich vertan. Da muss noch, aber er muss einfach mal reingehen. Ja. Weil 5 Sekunden schon nach vorne, der hält ordentlich auf. Feld ist riesengroß gewesen. Jetzt muss Norman. Safety Gelb, Car? Safety Car, okay. Hä? Warum Safety Car? Wahrscheinlich ist der Regen zu stark. Lustig, Zollcatcher durch was Strafe. Was die Box? Nee, nicht Box. Ich hab da irgendwie mal was gehört, so dass, keine Ahnung, wenn du, es gibt auch diese Anzeige Wolken mit einem Blitz und da kommt das Safety Car. Echt? Hm. Hab ich gehört schon. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber anscheinend schon, ist ja nichts passiert. Da kann ja gar nichts, kein Quersteher, kein Flügelschaden, gar nichts. Also ich. Ja, Basti Box gegangen, ne? Frische Freewheels, aber ich tendiere hier, wie in Japan, wenn es nicht trocken wird, dass man durchfährt. Mhm. Und der Regen ist leichter geworden. Eieiei, hey, was denn drin? Ich meine, wir haben ja gecallt, ne? Jetzt ist nicht mehr viel los. Alles gesplittet, jetzt haben wir wieder alles eng beieinander. Und Tobi Tiger sehe ich gerade mit 12 Positionen auf der 6. Woher weiß Nils das? Was? Es war tatsächlich ein Blitz in der Wetterleiste. Ja, wahrscheinlich macht er hier Jeff, ne? Mhm. Ja, der Blitz, das sah gerade noch aus. Das ist ein Regen hatte ich noch nie gehabt mit der Stärke. Wer was für hier, für unser Podcast von Ifalay hier? Aber ja klar, für Madden ist jetzt natürlich scheiße. Der war 7 Sekunden war weg fast gewesen. Die Richtung. Oh Mann, können wir den Stream bitte beenden? Warum? Guck bitte in den Chat, was Colin geschrieben hat. Ja. Ja. Mhm. Ne? Nimm mal mit. Nimm mal mit. Oh Mann. Phoenix der Woche geht raus an Aimbot.
Ich finde es komisch, eben noch ein Blitzfall, starker Regen, jetzt wird es hell und irgendwie nicht mehr so stark. Kobi! Ach, wie gesagt, als Alertfahrer halt wieder bei sich beisammen, also. Jetzt kann es viel Action geben. Junge, jetzt geht's hier los im Chat. Beleidigt, wo ist der Big Mac? Panne weg, kein Schicks, weg damit. Ich glaube, ich bin immer noch bei Google. Bin ich, glaube ich, immer noch beim Dings. Nein! Beim Chat wird Deutsch gesprochen. Ganz einfaches Ding. Ich glaube, da bin ich immer noch angemeldet auf dem UPL-Account. Echt? Ich glaube schon. Bann immer weg. Soll Leon wegfahren? Bann mal den UPL-Account einfach weg. Einfach so. Der schreibt nie was, der guckt immer zu, aber der schreibt nie. Voll komisch. Nächste Woche, das ist ja für eine Strecke. Erzähl mal. Das ist Bahrain. Oh, finde ich gut. Finde ich auch gut. Weil da ist die Regenwahrscheinlichkeit ja auch bei 7000. Ja, im Minus. Es gab doch mal ein Rennen, da, also wirklich ein Liga-Rennen, da hat es in Bahrain geregnet, oder nicht? Frag mich doch nicht. Oder war es Saudi? Weiß Saudi, ja, weiß nicht 100%. Aber Bahrain war doch auch schon mal sowas. Nils, was? Das Ding ist, Nils, Colin wird sich eh wieder wegdrehen. Ah, ja. Ja. Ja, wie war dein Tag? Ja, entspannt, ne? Ja, du bist so ein Mensch, mit dir kann man bestimmt richtig geil Smalltalk in Real Life führen. Ja, wie war dein Tag? Ja, schön, ne? Entspannt. Naja, hab ein bisschen gepinselt, ne? Ein bisschen gezeichnet. Das war's eigentlich auch schon. Da war ich zu Hause. Pinselt? Ja. Gestrichen mit dem Pinsel. Feinarbeiten. Ja. Das kennst du nicht. Gabelstapler lackiert oder was? Nein, nein, nein. Ich bin ja nicht nur Gabelstaplerfahrer, Mann. Ach, bist du sogar Pinsler geworden oder was? Picasso, ja. Pinsler. UPL Picasso. Ja, Soul Catcher macht hier Action-Maction hinten. Hinten ist Hektik. Soul Catcher. Hat Kontrolle über das Auto verloren. Z Picasso. Ja. Oder UPL unterstrich Picasso. Vom Gabelstapler abgezogen worden zum Picasso. Aber wird die Scheibe erholt? Was ist das? Hat sich FK gedreht oder sowas? Weiß ich nicht. Alter, Nax, das war hier Corner Cutting pur hier. Wenn du dafür keine Verwarnung bekommst, dann weiß ich auch nicht weiter. Können wir mal reingucken, was hier verwarnungsmäßig. Ah ja, Rennleitung verbuggt, man kennt's, ne? Tobi.
1 hat noch 0, 2 hat auch noch 0. Alter, Safety Car kommt wieder rein, ey. Nee. Krasser Scheiß. Ich dachte, wir sitzen jetzt hier bis Runde 20 oder so am Safety Car. Wegen Blitz und Donner. Sarah, Bernd hat kurz gesagt, boah, ich hab eigentlich voll Bock zu fahren gerade. Ja. FAE hat gesagt, jo, mach. Fahr, gönn dir. Gönn dir ein bisschen Screen Time. Malin aber sehr, sehr hohes Tempo hinterm Safety Car noch. Ja. Jungs, hier wird nicht geteamt, ja? Ist nicht. Ist notiert, noted. Jetzt der Restart von Malin, macht das direkt nach der Kurve oder nee? Zieht er noch ein bisschen weiter? Doch, macht er. Restart auch nicht so gut gelungen. Ja, Corner hat ein bisschen verpennt. Basti und Toni vorbei direkt. Hinten ist ein Haas schon auf Angriff. Meter. Der geht bei Tic-Tac-Toni vorbei innen. Aber alles sauber. Keine Zwischenfälle. Reden nach Urush doch mal. Ah, ganz nach vorne schalten eben kurz, Junge. Da könnte jetzt heiß hergehen. Da ist ein Gelb, da steht ein Max. Und da ist hier ist zu viel los, Jungs. Alter, Tobi da Tiger, ist Alter. Tobi Tiger komplett auf Abwägen, Norm auf 4. Ein Cologne Rider macht Madden Druck. Madden jetzt natürlich überrascht, eben auf entspannt gefahren. Jetzt hat er Druck. Alter Meter! Basti. Basti gegen Daniel. Basti hat Frontflügelschaden, das ist. Das ist nicht gut. Mega ist reingebreddert, Alter. Ist ihm wohl wer reingebuddert, ne? Machst du nix. Ja. So, jetzt das Teamduell. Tic-Tac-Toni gegen Tiger. Vorne ist heute alles clean. Auch Levi mit Flügelschaden. Freude Essen ist für 10 Positionen. Tobi drückt bei Basti. Und Levi drückt in Tonis Heckflüge rein. Ah, wie. Geht über die Wiese. Der Frontflügelschaden juckt den auch einfach gar nicht. Brauchst du nicht. Oh, was ist hier passiert? Basti weiß nicht, wo er hin soll, wird geschoben, ich dreh durch. Und Black Rider an Norman dran, jetzt geht außen vorbei. Gelb auf, oh, da steht wer. Cologne Rider in der Wand. In der Boxenausfahrt, Glück, dass er disqualifiziert wird. Ja. Levi, oh, zwei, Levi zwei Sekunden. Man kennt ihn. Alter, jetzt mit dem übelsten Überschuss. Geht vorbei an Meter. Hat Emprits ein Standardhelm. Ja, auch. Ja, und Madden ist wieder 5 Sekunden weg. Korn auf 2. Ja. Mahlzeit. Ja. Ach, Digga. Ui. Ja, und Corner ist wieder alle am Aufhalten und Martin kann wegziehen. Da ist Gelb.
Soulcatcher in der Wand. Und Robert Geist DNF. Oh no. Und Bernd hat Bock. Bernd hat Bock. Martin fährt noch in die Box. Ja, ob das okay war, kann man nichts sagen. Und Norman, hast du gelernt? Er hat nicht gelernt. Er fährt in die Box. Aber alle fahren in die Box. Man hat Norman nochmal Glück gehabt, außer Prince. Der geht durch. Aber der war eben schon drin, ne? Meter fährt auch weiter. Gut, ich hab halt einen Haftschaden mittlerweile. Schaden aus Japan. Und Corner, der vorne mitfährt. Von der Pace her, No Front, der langsamste auf 1. Aber muss ja nicht stören, ne? Nee. F-Kill auf 6, Norman auf 7. Komm auf die Reifen, wir hatten jetzt frische. Na, Madden jetzt, stand jetzt mit dem besten Reifen. Ja, F-Kill mit 6 Runden. Und von Norman bis Colonial Raider. Ja, wollen wir Robert Geist einladen? Ne, bis Levi. Ja, lad mal ein. Stimmt, DNF-Interviews. Wir bei Masi ganz vergessen. Ja, so, also, ja. Ja, Boah, ist irgendwie kalt, ey. Ja, mir auch gerade. Wie gesagt, ob das jetzt so clever für Madden war, weiß ich nicht, weil ich glaube, Track Position ist hier im Regen. Ziemlich wichtig. Wichtiger. Clown Rider 5 Sekunden, Unfall. Hat auch einen Flügelschaden. Ja, die Kommentare für heute super, ne? Ja. Was soll man sagen, ne? Ich hätte mir eigentlich ein trockenes Rennen gewünscht, wegen Spannung, wegen, ne? Action. Action. Neun Flügel. 5 Sekunden direkt abgesessen. Fällt auch nicht mehr los. Boah, richtig. Ja. 2 Safety Cars und 2 VSCs. Prince und Meta mit einem Standardhelm. Ja. Tobi mit einem Standardhelm. Naxter Flo. 5 Sekunden. 5 Sekunden. War aber Schuld von Soulcatcher, weil der hat keinen Flügel mehr. Na, viel Spaß an die Stewards aus der 2, ne? Wenn da was eingeschickt wird, das können viel werden. Bis Runde 12. Ja, freue ich mich. Schon mal jetzt ein bisschen.
Oh, Mark Jäger, 5 Sekunden. Jungs, das ist Safety Car, da muss er keine Zeitstrafe sammeln, ne? Ach, ist schon Restart, okay. Ja, ist Restart. Jeha! Und lag's der Flo mit Heckflügelschaden, schreibt da ein Shit rein. Und der Restart früh von Corner. Oh, da verbremst sich komplett. Fährt da komplett komisch. Aber hat trotzdem super Restart gemacht, hat er clever gemacht. Ja. Fast eine Sekunde. Hinten alles in Reihe, in Form, in Glied. Und hat aber schon eine halbe Sekunde wieder verloren nach Kurve 1. McRae da jetzt auf Angriff-Modus. Prince 2 Sekunden Rückstand. Ich weiß nicht, wo ich gucken soll. Gelb, DNF, Soulcatcher nach Kurve 1. Es gibt keinen Safety Car. Levi jetzt an Tony dran. Der ist motiviert. Der will vorbei. Tiger an Daniel. Vorne sehe ich schon eine Attacke von Mark Jäger auf Daniel jetzt. So, ganz vorne geht's auch wieder ab. Da ist nämlich Black Crowder wieder ein Corner dran und Meter an Prince. Ja, sind überall spannend. Meter jetzt Angriff auf Prince. Ist rechts beide Autos nebeneinander. Aber Prince hat mehr Traktion. Und dann steht auch mehr Flügel. Da hinten ist was passiert. Unfall! Toni und Basti stehen in der Bande drinne. Kuscheln wollen ein bisschen. Aber nichts passiert. Scheinbar. Oh, scheinbar nicht. In der schnellsten Runde. Ja, bringt mir statt jetzt aber nichts. Ah, wie auch man sieht, es gibt Unterschiede. Es gibt manche, die sind schneller, manche langsamer. Oh! Nax. Daniel und Levi nebeneinander. Alpha Tauri Duell. Beide Usen gegeneinander. Ne, Quatsch, das war Mark Jäger. Gelb? Warum? Nax hat sich weggedreht. Ja, VSC. Nax ist in der Wand eingeschlagen. Flügel ist ab. Yes. Ja. Creme de la Creme. Ja, ich glaube, Belgien ist eine der längsten Strecken. Eine, ich finde auch eigentlich relativ schwere Strecke. Und das dann im Fullwet die ganze Zeit, das ist dann doppelt schwer, ne? Oh ja. Gut, jetzt haben wir einen Train von 1 bis 12. Und kam der Restart fliegend.
keiner eine Strafe geholt. Wie gesagt, Corner, man sieht, oh, da hast du ein bisschen Duell. Da geht's richtig ab. Meta F-Kill, Norman ganz weit innen. Norm traut sich einfach nicht, wo rein zu stecheln. Meta und Flügelschaden von rechts, fehlt die eine Platte. Ja, und dann geht's jetzt hinten richtig ab. Ja, und jetzt ist die Attacke von Black Rider auf Corner. Jetzt ist es möglich. Aber gut, beide Usen Track Position regelt. Alter, geht's richtig zur Sache, Junge. Oh nein, Jungs, doch nicht free ride, Alter. Und Daniel, Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt wieder beide Alpha Tauris nebeneinander. Machen sie Dummheiten? Nee, machen sie gut. F-Kill vorbei an Meta. Da geht's richtig ab hier mit den beiden. Und Norman in den durch. Mehr Gas, mehr Gas. Macht er. Ist auch vorbei an Meta. F-Kill Verwarnung. Und da ist der Train hinter Corner. Gelb. Aston Martin. TikTok Tony. No. Oh. Meta. Ja, Flügelschaden. Der knallt rein. Oh ja. Daniel, das wird richtig Überschuss. Geht in die Box, das ist Meta. Ja. Kannst du mal die ersten vier bei den Tobi Tiger, der war immer Kega vorbei. Auch wieder richtig Überschuss. Kannst du mal vier Verwarnung? Ja, kannst du mal gucken. Vorne mit einer. Black Rider mit zwei. Ja. Vince 0. Aston mal 0. Ja, schock. Levi und Mark Jäger. Da geht's richtig ab, ja. Jetzt Mark Jäger kann innen, na, schafft er nicht. Ja, man sieht zwischendurch, es gibt Fahrer, die haben mehr Pace im Nacken oder im Lenkrad. Nur das kann er eben nicht raus, weil Fahrer vor ihm sind. Richtig. Levi ist auch so einer. Und das ist auch im Verhängnis, was Madden jetzt hat. Er kann schneller vielleicht als Prince, aber er kommt nicht vorbei, außer vielleicht jetzt. Madden greift Prince an. Ums Podium, nein! Boah. Oh mein Gott. Digga, also. Leben am Limit. Levi geht rein, vorbei. Es wird ja richtig wild hier, Alter. Die Nerven liegen bei allen blank, glaube ich. Das musst du halt im Regen bringen, wenn da wieder Gelb und Tony hinten steht. Ich guck mal nach. Ja, Dreher. Da hat nicht viel gefehlt zum Tod, glaub mir mal. Oh nee. Ja, und jetzt. Ja, es reicht einfach nicht für Black Rider. Er used ohne Ende, aber es reicht nicht, um an Corner vorbeizukommen.
wie gesagt, diese Track Position war einfach Schlüssel. Oh ja. Marlin auch mit frischen Reifen. Er kann den Reifen nicht ausnutzen. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen, draußen zu bleiben. Das glaube ich mittlerweile auch. Das wird er mittlerweile auch schon gerafft haben. Gehe ich mal von aus. Ja, er wird sich jetzt sowas von den Arsch speisen. Oh, und Madden jetzt ein bisschen rausgekommen. Und Norman ist halt mit Epgisch wieder aufgeschlossen. Ja. Sieht aber Norman, er kann schneller als Efkel, aber er kommt nicht vorbei. 1 Meter 3 Sekunden. Vorne sehe ich jetzt Black Rider, aber es reicht nicht, es reicht einfach nicht. Und ich glaube, es ist auch der Flügel von Corner. 20 km/h schneller als Black Rider. Und Zaya abonniert zum 4. Mal. 4 Monate. Ich darf schon 4 Monate werbefrei schauen. Schreibt sie dazu. Richtig und wichtig. Ja. Jetzt haben wir einen Riesentrain von 1 bis 8. Mark Jäger ist auch am Aufschließen. Wer Corner, der ist langsamer. Nur guck jetzt mal auf der Geraden an, wie hart Corner wegzieht. Ja. Schwissern. Alter. 3,25 und 5 km/h Unterschied. Gelb. DNF, Cologne Rider und jetzt ein Safety Car. Und das ist Safety Car. Alter, Alter. Jetzt wird das Feld erneut zusammengespült. Ist auch nicht, ja, ist, ja, Corner wird sich wissen, aber Black Rider halt bei 20% EAS. Ja, was soll man sagen? Es wird sich nicht viel ändern können, außer einer verpennt den Restart, dann schon. Ja, ich glaube aber nicht, dass die vor ihm jetzt in die Box gehen werden. Eher selten. Wer es jetzt macht, der ist, ich weiß nicht, wie die Prozente aussehen auf den 17% Runde, aber ich gehe mal davon aus, die kann man durchziehen. Kann man durchziehen. Safe. Noch einer. Ah, nee. Das heißt, wir haben für morgen gelernt. Wenn es regnet, durchfahren. Richtig. Wobei wir werden eh wieder so einen komischen Wetterbericht kriegen, wo es nicht regnen soll, dann regnet es doch und dann hört es wieder auf. Und dann fängt es wieder an. Ja, bestimmt. Fährt er rein, ne. Hallabong sitzt ja im Ferrari, ne? Ja. Ah, da ist, denke ich mal, der Jeff bei ihm. Sass. Und wieder Corner. Boah, und Black Rider haut da voll, Alter. Junge, Junge, Junge. Das wäre der Tod gewesen für Black Rider und Corner. Wieder 5 Sekunden für Levi. Für Mark Jäger. Ja. Ja. Ist schlau genug der Corner, aber ja, das macht alles richtig. Regen scheint auch nicht aufzuhören. Ne, 3 Runden jetzt noch, 2.
tut ja natürlich schwer, dass Madden nicht gewinnt, wegen den 4 Subs, die versprochen worden sind, ne, aber... Ja... Hätten sie mal machen sollen, so, weißt du? Einfach jetzt Madden eben vorbeilassen, ne? Das ist Marc auch happy. Ja, Alaba braucht, der muss den Restart gut hinbekommen. Dann ist er weg. Aber ja, der Flügel ist halt beim Corner, der eben Black Rider null Chance lässt. Oh ja. Oh, so späte Safety Cars, die sind immer richtig wild an der Restart, Alter. Da hab ich ja null Bock drauf. Na, ich hoffe, die haben sich alle im kühlen Kopf noch da. Also ich glaube mir, also würde ich da jetzt mitfahren? Meine Nerven wären blank. Ja, vor allem überlegen, wie lange wir jetzt schon fahren. Ja. Drei Safety Cars, zwei VCs, Full Wet Regenrennen. Jetzt sind wir vielleicht noch eine Runde. Ja, es wird zwei Runden Racing geben. Und das heißt... Es wird wild. Irgendwer wird den Kopf verlieren. Irgendwer wird's machen. Wie gesagt, Norman hat eigentlich in Japan schon gelernt. Wäre er draus geblieben, wäre er auf der 2. Und FK driftet hier verrückt rum. Der hat richtig Bock. Ja, wir sind hier nicht in Japan. Kein Tokyo Drift. Okay, an der Box, ja, warum auch immer. Flügelschaden? Ja, Flügelschaden, gut. M-Prince Glück gehabt mit seinem Boxenstopp, dass der nur auf 3 steht. Ja. Fahrer des Tages, stand jetzt Black Rider oder Toby Tiger? Wir machen kein Fahrer des Tages. Rider, ja. Wird uns zu lange. Nils, gib ihm keine Tipps. Nur bei 5 Subs gibst du ihm Tipps. Einen falschen Tipp, aber nur besser fahren. Bei 10 Subs kannst du ihm dann die richtigen Tipps geben. Besser fahren. Kurve treffen, Apex treffen. Abgeben. Mehr Gas geben, ja, sag ich doch. Jo, und jetzt ist Corner. Wenn Corner den Restart schafft, wird er das Rennen zu größten Wahrscheinlichkeit gewinnen? Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein langsamer Restart. Da früh, Black Rider kann nicht gut reagieren. Restart perfekt von Corner. Kurve 1 muss er so treffen. Norman, Tobi, hä? Ja, doch. Ja. Levi 3 Sekunden, Makega 3 Sekunden. Jetzt regnet es nochmal Strafen und ja, Corner mit einem super Restart. Norman jetzt innen an F-Kill, aber er kommt nicht durch.
Oder kann er vor... Oh, er kann angreifen. Vor Orange geht er vorbei an F-Kill. Und er macht es. Max 3 Sekunden. Und F-Kill fliegt fast ab. Er kann das Auto noch abfahren. Hat er fast den Adler gemacht. Da, Jungs. Ja, F-Kill komplett Kontrolle verloren über das Auto. Komplett letzter. Black Rider wollte angreifen, hat es aber nicht gemacht. Wenn er nicht zugucken soll. Madden jetzt am Prince dran, aber er kann nicht vorbei. Wo soll ich gucken? Ich weiß es nicht. Alles so eng, alles so wild. Jetzt wieder Prince an Madden, an Black Rider dran. Jetzt sind sie alle aneinander dran. Wer hat den tiefsten Flügel? Der entscheidet das jetzt. Norman an Madden dran, Madden an Prince dran, Prince an Black Rider, alle aneinander, alle kleben. Und Dive Bomb von Black Rider, Corner muss die Kurve Messer treffen, macht er auch. Alter! Da ist Polizei. Junge, was ist da los? Ich blick nicht durch, wer ist jetzt wo, wer ist wo? Corner hat die Position verloren, aber verteidigt noch innen. Bleibt auch, muss innen bleiben, nicht aufmachen. Und Black Rider vorbei. Was macht der Flügel von Corner? Kann er nochmal eine Antwort setzen? Oh, schlecht genommen. Viel Zeit verloren und Prince verliert das Auto fast. Norman geht vorbei. Und da kommt Levi mit dem übelsten Überschuss. Geht auch noch vorbei. Aber hat eh die Zeitstrafe. Jetzt ist noch Norman an Corner dran. Ich glaube, die Reifen haben versagt. Die sind tot. Norman geht jetzt noch in den Rhein an Corner. Ja, doch, ist okay. Verliert die Position jetzt auch weiter. Ja, es sind die Reifen jetzt. Und noch Levi geht auch noch ein Corner vorbei. Boah, was machen die hier? Und da ist noch ein Prince innen. Die sind zu dritt. Oh mein Gott. Nebeneinander. Ja, es sind... Und da ist die Kollision draus. Junge. Da ist die Wand. Da ist die Wand für Corner. Eben auf 1, jetzt auf 14. Und jetzt kann Norman noch Black Rider angreifen. Ja, Norman hat das RS vergessen. Ja, Norman fliegt gerade am Black Rider ran. Er ist jetzt im Getriebe. Kann er noch was reißen in der letzten Runde? Wer besteigt besser raus? Norman oder Black Rider? Norman schiebt an. Ne, wird nichts. Nein, das ist wieder was passiert. Da komplette Chaos. Tobi Tiger noch vorbei. Alter. Digga, also, ich hab, ja. Ich bin durch, Alter. Das war ganz too much information für mich. Ich bin durch. Digga, Junge. Hä? Was ist gerade passiert? Das war gerade so viel Überholen über den ganzen Rennen in der letzten Kurve. Ja, Nils, das wird so viel Arbeit.
Kann man Replay einmal? Alter. Ich sage dir, das gibt Anfang ohne Ende. Black ja. Rider von der 13 auf der 1, Norman 2, überraschend. Prince hat es irgendwie noch auf der 3 abgefangen. Basti auf der 4. Ich weiß nicht, warum die da alle stehen. Ich habe keine Ahnung, sag ich dir ganz ehrlich. Alter. Das war mir gerade zu viel. Und ja, jetzt haben wir Corner. Ja, Corner, ich glaube, es waren die Reifen, die versagt sind. Ist meine Einschätzung. Ja, denke ich auch. Ja. So wild. Machen wir Fahrer des Tages heute? Machen wir schnell. Ich weiß der irgendwas, was selten noch passiert ist. Musst du die ersten drei einladen und Tobi Tiger. Jo. Greifen waren es nicht, Gruß Corner. Dann war es Kontakt. Alles ja, Kontakt, wie gesagt, das sah mir einfach nach aus. Alles Mögliche. Restart. Und mein Handy vibriert ohne Ende. M-Prince ist schon drinne. Wer war auf der 1? Black Rider? Black oder Cologne? Ich glaube Black. Unterstrich der Black Rider oder? Mit Minus. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ja, auf Discord. Die ganzen Leute nicht. Muss auf Discord gucken. Ach, hier zusammen gespielt. Ich bin auch wieder lost. Gibt's ja hier unter PS5. Tobi Tiger war Fahrer des Tages, richtig? Norman? Richtig. Okay, cool. Einige Spieler konnten nicht hinzugefügt werden. Hm. Oh, jetzt sehe ich nicht, wer dich zugefügt hat. Hola! Moin! Tobi Tiger ist da, dann ist es Black Rider. Der nicht hinzugefügt werden kann. Ach, da fang doch schon mal an. Hydration. Wer ist denn jetzt hier alles drin? Okay, ich bin Fahrer dran. Des Tages. Ist Tobi Tiger da? Ja. Ja. Ja, gut. Einen Moment. Ja, Tobi Tiger, Fahrer des Tages heute. Bei dem ganzen Gefuse, was da auch immer los war. Ja, von P18 auf die 5, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja. Starke Leistung auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen. Fangen wir mal Quali an. Ne? Ich glaube, du hast dir ein bisschen mehr erhofft. Quali, ja. Das war gar nichts. Zwei Runden Quaden, zweimal ungültig und ja, das war nix. Bisschen Stress gehabt und das hab keine Ruhe gefunden dazu. War leider etwas unglücklich. Ja. Ja. Dann kommen wir zum Rennen. Hinten war ich jetzt nicht drauf. Ich weiß nicht, ob Julian irgendwie was gesehen hat, so wie dein Start war. Erzähl mal ein bisschen vom Rennen. Nee, Start habe ich ganz ruhig erstmal gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht kracht es in Kurve 1 sowieso. Dann muss ich nicht der sein, wo noch auch noch hinten drauf fährt und
Es war auch so, dass der ein oder andere sich verbremst hat oder rausgeflogen ist. Es war ich dann nicht schlecht, ich war gut unterwegs. Aber die vielen Safety Cars machen die Sache schwierig. Ja, das erste Safety Car kam da irgendwie durch das Wetter oder so, weil es war ja nichts los. Das zweite war es, glaube ich, der erste war ein DNF. Nee, das erste, es war eine, das DNF, da kam nur ein VSC. Also zwei VSCs und dann kam das erste richtige Safety Car. Ja, aber ich fand, ich war gut unterwegs und das hat irgendwie den Fluss ein bisschen genommen. Ja, also Safety Car ist immer belastend. Du hast halt ein bisschen Abstand rausgeholt zu den Hintermann und dann zack, ist er weg. Dann hast du wieder probiert und ist wieder weg. Und das war halt auch nach dem Restart immer sehr wild. Ja, ich finde auch so, Safety Car nimmt ja auch diesen Flow einfach raus. Du bist ja nicht mehr in diesem Flow drinnen von der Strecke. Ja, und ich glaube auch von meinem Setup hat besser gepasst wie bei manch anderen, weil ich konnte ziemlich gut fahren eigentlich. Oh. Also, es ist auch vor allem vom Rausbeschleunigen war ich da teilweise ganz gut unterwegs, auch von der Rouge raus. Also, das ist eigentlich gut gelaufen. Einmal muss ich mich entschuldigen, ich habe mich furchtbar verbremst, ich war total verwirrt. Das war, glaube ich, auch noch ein Restart oder so. Und ich habe dann zwar keine Aufforderung gekriegt, die Leute wieder vorbeizulassen, die ich so überholt habe, aber ich habe es dann trotzdem versucht, möglichst fair auf die Strecke zu fahren und die beiden wieder vorbeizulassen. Ich hoffe, die sind damit zufrieden mit der Aktion, dass es keinen Ärger gibt. Ja. Ja, am Ende wurde es dann ziemlich hektisch, sag ich jetzt mal. Richtiges Kuddelmuddel. Hast du davon irgendwie was mitbekommen oder so? Oder warst du mittendrin oder eher außerhalb? Naja, bei den ersten, da war ich dann mit dabei und das war gefühlt von mir schon ein bisschen wild und manche sind vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, wenn sie dann ohne Grip in die Kurve reingehen oder auch vom Bremsen. Aber ich habe mich auch einmal verbremst, ich will jetzt da nichts sagen. Ich meine, das hat sich vielleicht auch jeder mal verbremst, ne? Aber die letzte Kurve war auch sehr wild. Oh ja. Man hat manchmal auch ein bisschen Angst, wenn die hinter einen so nah aufrucken und dann zucken und also. Ich weiß nicht, wie oft wir heute in den Nike gefahren waren, jetzt ich glaube 4-5 Mal bestimmt. Und davon 3 Mal im Safety Car, das ist auch so eine Sache, die müsste eigentlich nicht sein. Alter. Schon gar nicht in der ersten Runde vom Safety Car. Oh ja. Ja, besonders die letzten Safety Car Restarts, so kurz vor Schluss, sind immer wild. Die bringen so, Spannung. Oh, jo, total. Die bringen richtige Herzkasper. Ja, aber so bin ich da nicht so mal zufrieden, also. Die Jungs im Qualifying waren sehr schnell und ich glaube, dafür bin ich dann mit meinem Ergebnis fürs erste Rennen in Liga 2 doch zufrieden. Ja, das ist auf jeden Fall eine souveräne Leistung von dir. Ist auch nicht ganz meine Strecke, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich muss noch schöne Grüße sagen an mein Trainingsteam. Auch wenn es diesmal ausgefallen ist. Aber bin ich nur schuldig. Ja, so ist es schön. Master Matoxi. Ja, der war im Chat dabei. Ein Nummer 1 Fan. Genau. Ja. Ja, wo siehst du dich so in der Liga, so in der Gesamtwertung? Wo willst du mal sein? Wo will ich sein? Also irgendwo im Bereich, langfristig, irgendwo im Bereich um den 5. rum, wenn schlecht. Ich habe schon gesehen, dass es ein paar Schnelle gibt. Ich weiß nicht, ob es auf jeder Strecke gleich ist oder ob da manche auch so eine Liebes- und eine Hassstrecke haben, wo sie mal schneller und mal langsamer sind, aber ich denke, mal sind zwei, drei, die auf jeden Fall sehr schnell sind und die wahrscheinlich auch einen selten Pech haben. Und ich versuche halt konstant zu fahren, das kann ich eigentlich ganz gut und anzukommen und hoffe auf die Fehler der anderen und vielleicht habe ich dann, wenn ich Glück habe, nur zwei, drei vor mir, manchmal vier vor mir, fünf vor mir. Aber so in dem Dreh, wenn wir um den 5. Platz immer so rankommen, das wäre so super, wenn das klappen täte. Ja, nächste Woche bei Rhein. Das ist nämlich die alte bekannte Frage, ne? Kennst du ja wahrscheinlich noch. Bei Rhein, wie stehst du zu der Strecke? Hast du Bock? Das ist auch eine Strecke, genauso wie jetzt Belgien, die ich dem Spiel noch nicht gefahren habe. Also Belgien habe ich jetzt erstmal die letzten 3 Tage probiert. Und bei Rhein ist das gleiche, das wird auch nochmal eine harte Woche. Versuchen 2-3 Mal das zu üben. Das
sind leider nicht so ganz die Strecken geworden, die ich mir gewünscht habe, aber da kann man nichts machen, das muss man sich jetzt durchschlagen. Ja. Also da bin ich, glaube ich, auch nicht der Schnellste. Das macht Spaß, die Strecke ist okay, aber ob ich da jetzt der Schnellste bin, glaube ich jetzt nicht. Da wird es wieder andere geben, die schneller sind. Ja, man muss ja nicht der Schnellste sein. Konstanz ist immer wichtig. Ja, aber ich will jetzt nicht nur auf die Fehler der anderen hoffen, ne? Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es kommen noch ein paar Strecken, die Spaß machen, ne? Das, ja, das ist doch schön zu hören. Spätestens in Holland oder so, das macht dann schon Spaß. Das ist dann eher so, was meinst. Das ist die Haarstrecke aller Fahrer bestimmt. Ja, ich hasse diese Strecke. Ich mag allgemein die Strecken, wo man mit mehr Abtrieb fährt, besser. Das so, wenn ich das so ein bisschen staffeln kann. Ja, Julian, hast du noch weitere Fragen, oder? Nee, ich sag dann... Achso, ja. Heißt du auch Julian? Nee. Ich sag grad schon. Nee, ich habe keine Fragen mehr. Okay. Ja, so. Ja. Ich wollte noch Glückwunsch an die Ersten sagen. Da durch den Kuddelmuddel so anzukommen, ist eine große Leistung und Glückwunsch an die Ersten. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt schon da sind. Auf jeden Fall. Nein, danke, der Black Rider, ja. Der, den kann ich nicht adden, der kann euch zugefügt werden. Warte doch. Ich. Also welch? Ja. Na gut, dann, ich habe keine Fragen mehr, du kannst von mir aus durchziehen, wenn du Bock hast. Na. Wer war denn der Dritte nochmal? Ich. Wer? M-Prinz. Ach, Basti, hä? Hi! Moin! Was geht? Ja, Glückwunsch zu P3. Sag ich dir direkt, hätte ich nicht gedacht, auch wenn du auf dem Weg warst, aber hätte ich nicht gedacht. Wieso denn? Was meinst du denn? Weil du in die Box gegangen bist. Am Anfang? Ja. Ja. Aber da bist du ja relativ doch schnell durchgekommen durch die ganzen Kuddelmuddel. Fangen wir jetzt mal Qualifying an. Qualifying, alte Emprince Pace, ne? Ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Ja, lief sehr gut. Das Ding ist aber, ich glaube, es lag auch daran, dass, ich weiß nicht, wie das mit den anderen war, aber ich habe halt Trocken-Setup ausgewählt. Deswegen, also ich hatte 0-0er Wings, weil ich halt einfach gegambelt habe, dass, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt am Anfang noch drüber geredet, von wegen, die Vorhersage ist nur sehr relativ genau und nicht ganz genau und da standen halt keine Prozentzahlen und ich dachte, ja, vielleicht regnet es im Rennen einfach nicht. Deswegen habe ich einfach drauf gegambelt, mit Trockensetup genommen. 0-0er Flügel. Es war natürlich eine böse Überraschung im Rennen. Also P2 erstmal gut so. Martin auch heftige Runde. Ärgerlich, dass ich da, dass ich 5000stel hinter ihm war, aber hat hingehauen. Er war eh sehr, sehr schnell. Auch wenn er, glaube ich, auch ein trockenes Setup hatte. Auf jeden Fall, ich habe halt auch wenig dann Regen geübt irgendwie und da, also ich habe gar keinen Regen geübt und bei der letzten gerade, also auf die Bus-Stop-Schikane zufahrend, da gibt es immer noch irgendwie mega spät noch so einen kleinen Huggel so und da habe ich mich halt, habe ich halt irgendwie ein bisschen zu spät, habe ich noch Gas gegeben und mich halt gedreht, roten Flügel gehabt. Weil ich eh 0-0er Flügel hatte, dachte ich, okay, fahre ich nochmal eine Runde weiter so, vielleicht juckt das nicht. Aber doch ziemlich doll gejuckt leider, war dann halt in der Box und hatte dann halt ein bisschen Glück, bisschen Glück zumindest, dass da noch zwei Safety Cars kamen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem ersten Safety Car war, da alle in die Box gegangen sind, bis auf zwei. Auf jeden Fall bin ich dadurch ja wieder dann nach vorne, vorne gespült worden, was dann ganz gut war. Und wegen dem Setup war ich halt auf den Geraden super schnell. Ich hatte auch die ganze Zeit Unlimited ERS, aber man kann im Regen mit 0-0er Flügeln halt auch erst super spät und auch nur an manchen Stellen dann drücken. Deswegen bin ich die Energie gar nicht losgeworden. Das war ein bisschen suboptimal auf jeden Fall. Und an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, ich bin schneller als die ersten beiden. An manchen Stellen haben die dann wieder gefühlt eine Sekunde rausgefahren. Also es war ein bisschen komisch. Und dann das dritte Safety Car hat mich halt richtig aufgeregt, weil ich hatte das Gefühl, dass Corner halt in den letzten Runden halt so ein bisschen langsamer geworden ist, glaube ich. Ich meine, die sind ja auch durchgefahren, die beiden. Fand ich dann sehr ärgerlich, dass die quasi nochmal die Chance hatten, die Batterie vollzuladen und so. Und ja, von daher dachte ich, okay, P3 ist eh gesaved so.
Und dann, ja, in der vorletzten Runde gab es dann irgendwie das Black Rider, dann in die Mitte, ist dann reingedived. Das war jetzt also nicht irgendwie unfair, würde ich sagen. Aber habe ich versucht, einen Switchback zu machen, hat nicht geklappt, war dann aber so nah dran, habe ich versucht, an den vorbeizuziehen und habe dann den Wagen auf der Geraden verloren. Und dann bin ich nochmal zurückgefallen auf P5 und dann irgendwie durch das Kuddelmuddel in einem wirklich waghalsigen Manöver von allen dreien irgendwie dann auf P3 geendet und auch echt sehr ärgerlich mit Corner. Ich glaube, ich habe ihn nicht berührt. Ich habe eine kleine Berührung quasi aus dem Rückspiegel dann gesehen, aber weiß nicht, ob ich ihn vielleicht vorher schon leicht berührt habe. Aber ja, werde ich mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Und ja, ich denke mal dafür, dass ich einen roten Flügel hatte in der dritten Runde oder so, oder fünften Runde. Ist auf jeden Fall ein stabiles Comeback, aber irgendwie sehr, das war sehr dumm, mit 0-0er Flügeln zu fahren. Aber es war halt ein Risiko, ne, was man sehr eingegangen bin. Richtig, genau, also, ja. Wir haben es ja gesehen, auch beim Corner und Black Rider bei den beiden, dass Corner auch Richtung 0-0 gefahren ist und Black Rider war Tür. Und es gab halt null Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Auch mit, also, egal was der macht, ist da, also, ist zwar falsch, einen 0-0er zu fahren, aber um irgendwie dran zu bleiben oder mal eine Chance haben zu überholen, ist halt der 0-0er wichtig. Auch wenn ich das komplett falsch anhört, im Regen mit 0-0-Flügel zu fahren. Aber gut, hast das Rennen überlebt, hast zwar viele Probleme gehabt, sag ich mal, mal einen roten Flügel, mal dies und das und trotzdem auf 3. Ich denke mal, man kann zufrieden sein. Ja, ich denke dafür, also ich dachte, das Rennen wäre halt durch, ne? Nach meinem roten Flügel. Und auch so ein dummer Fehler irgendwie, da war ich wirklich sauer, aber ja, ich denke, es ist ein gutes Comeback dann für Platz 3. Ist auf jeden Fall stabil. Und auf jeden Fall Glückwunsch auch an die anderen beiden, auch wenn der P1 jetzt nicht da ist, aber ja. Ja, nächste Woche mal rein. Ich gehe mal von aus, es wird es trocken sein, ist so meine Vermutung. Also ist eine geile Strecke auf jeden Fall, macht mir Spaß, aber bin ich nicht gut drin. Also ich habe das Gefühl, dass ich, ob das ein Lenkrad oder Controller liegt, weiß ich nicht so, aber historisch, sage ich mal, bin ich echt nicht gut in Bahrain. Aber es macht Spaß, also ja, ich rechne mir jetzt da nicht die größten Chancen aus, zu gewinnen unbedingt, aber ja, ich hoffe einfach so, Top 5 drin ist einfach, ja. Gut, dann haben wir von dir alles. Ich weiß nicht, ob die Gabe Stapler noch Fragen hat. Ich habe keine Fragen mehr. Dann, habe ich auch keine Fragen mehr. Und du kannst durchziehen, wenn du willst. Alles klar, mache ich dann. Und, danke fürs Kommentieren und man hört sich, ne? Ciao. Jo, bis dann. Bis dann. Ja. Willst du Norman machen oder soll ich Norman machen? Wollen wir zusammen Norman willst, machen? Können wir zusammen machen. Oh, Norman, ihr dürft beide mich machen. Ah, geil. Na, steck du zuerst rein, nur. Okay. Fahren wir die Kacke gemeinsam. Ja, Norman, Glückwunsch zum Podium, P2. Ja, danke, danke. Ja, fangen wir mal mit dem Quali an. Ja, erzähl. Quali war ein bisschen Katastrophe tatsächlich. Nummer Pole wäre unter normalen Umständen drin gewesen. Also gestern bin ich schneller gefahren bei den spontanen Rennen hier. Aber gut, P4 konnte ich mit leben. Dadurch, dass man wusste, dass Full Wett ansteht, bin ich ein bisschen mehr Flügel gegangen im Quali. Ja, somit war das ganz okay. Ja. Joa. Das Rennen. Katastrophe. Erzähl. Nee. Erzähl einfach. Nee. Ja, Rennen war gottlos teilweise. Also alle zwei Runden irgendein VSC oder ein Safety Car. Du findest gar keinen Rhythmus. Du weißt nicht, wie du fahren kannst, was das Auto hält, was es nicht hält. Also wie gesagt, ich bin mehr Flügel gefahren als die anderen. Das hat man in Sektor 2 leider deutlich gemerkt, also ich hing bei den Jungs im Getriebe und konnte nichts machen, ich kam nicht vorbei, ich konnte nicht früher aufs Gas gehen, dadurch, dass ich halt ohne TK fahre, kommst du halt bei Full Wet auch nicht irgendwie neben die anderen und kannst sie dann beim Rausbeschleunigen cashen oder so,
Also war es eigentlich ein komplettes Rennen, warten auf Fehler der anderen. Also F-Kill hat mal gepatzt in Runde 2, glaube ich, dann kam ich da vorbei. Aber dann hing ich rundenlang hinter Corner fest und habe mich dann beim ersten Safety Car dazu entschieden, in die Box zu gehen, mir frische Wets zu holen, in der Hoffnung, dass die Wets nicht das ganze Rennen halten, aber ja gut, ne, es kamen noch so viele Safety Cars, dass die Jungs durchfahren konnten. Das war nicht so ganz der Plan. Ja, und dann wurde es die letzten zwei Runden nochmal spannend. Ne? Nach dem letzten Safety Car habe ich gedacht, okay, da geht was. Die strugglen da vorne alle ein bisschen und jeder wird es probieren. Und dann habe ich mir die Lücken gesucht und ja, bin da durchgestochen. Hab keinen berührt, also alles sauber gewesen. Ein bisschen einen Ticken später auf der Bremse, einen Ticken früher auf dem Gas, einfach mal was riskiert. Und ist ja dann zum Schluss noch belohnt worden. Ne? Imprints leider mit dem Patzer auf der Geraden da den Quersteher gehabt in der letzten Runde. So mit Imprints noch gekriegt. Dann ganz gutes Manöver gegen Corner noch. Da habe ich auch kurz mal die Augen zugemacht und bin rein. Hat auch gut geklappt, hat natürlich gut mitgespielt, muss man auch sagen. Und ja, für Platz 1 hat es dann einfach nicht mehr gereicht, leider. Wäre ein bisschen mehr Platz in der letzten Kurve, hätte ich es versuchen können, aber ich konnte nicht aufs Gas, weil ich ihm einfach im Getriebe hing. Somit mit P2 alles rausgeholt, was heute drin war. Hört sich gut an, ne, Norm? Ich habe eigentlich gedacht, du fährst durch, nachdem wir das ja in Japan erlebt haben. Ja, ich war mir unsicher. War ja so ein ähnliches Ding, ne? Das war Runde 6, war das erste Safety, nee, war VSC, glaube ich, oder Safety Car, ich weiß gar nicht mehr richtig. Auf jeden Fall habe ich da geguckt und da war ich schon bei 23% in Runde 6. Und da habe ich kurz hochgerechnet und dann wären wir irgendwo bei 80-90% gewesen. Und dann dachte ich so, okay, mir platzen eh wieder die Reifen, das funktioniert eh wieder nicht. Ja gut, aber konnte auch keiner damit rechnen, dass noch so viele VSCs und Safety Cars kamen. Ja. Dadurch, dass das Tempo ja doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, arschlangsam war. Also gerade der Mittelsektor, man hat es einfach gemerkt, dass die Jungs gar keinen bis maximal Zweier, Dreier Flügel hatten. Das hast du so gemerkt, die sind ja mit 100 durch den zweiten Sektor gerollt. Also habe ich eigentlich nicht mitgerechnet, dass noch so viele Safety Cars kommen, ganz ehrlich. Deswegen dachte ich, okay, komm, probierst du den Boxenstopp. Aber gut, hat trotzdem noch gereicht fürs Podium. Richtig, genau. Nächste Woche ist mal rein. Mhm. Das wird trocken. Das wird, glaube ich, ein bisschen schneller von der Geschwindigkeit zu fahren sein. Gucken wir mal. Ich glaube, die haben eine Bewässerungsanlage, ne? Nee, Bahrain ist tatsächlich so eine Strecke, die mag ich gar nicht mal so sehr. Ist auch ein bisschen eklig zu fahren, gerade, ich weiß gar nicht, was das ist. Kurve 4, 5 da oben nach der ersten DRS-Zone. Die ist ja tatsächlich ein bisschen eklig und ja, nach dem Bergaufstück. Also es können durchaus Fehler passieren, aber an sich, ja, Pace ist da. Könnte im Podium drin sein, man muss natürlich gucken, wie die Jungs im Trockenen fahren. Ne? Also gerade Ganser, wenn zur Normalform zurückfindet, ist auf jeden Fall vorne dabei. Imprints sowieso starke Pace. Also muss man mal gucken. Auch Robert hatte heute Pech. Der wäre von der Grundpace, denke ich, schneller gewesen als ich. Deswegen, also bleibt spannend. Also Top 5 ist auf jeden Fall das Ziel, da irgendwie vorne dabei zu sein. Oh, das klingt nach einem Plan. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Ist ja schon lang genug jetzt hier gewesen da drin. Ja, das stimmt, definitiv. Ich meine, Belgien ist ja schon lang, Regen ist ja auch schon lang und dann noch viele Safety Cars, ja. Ja, das ist über 2 Minuten. Ach, na gut, dann kannst du von mir aus auch wieder durchziehen. Und sehen wir dann nächste Woche wieder. Alles klar, Jungs, viel Glück morgen. Viel Erfolg. Ich hoffe auf ein trockenes Rennen für euch. Danke, danke. Lass krachen, ne? Mach mal. Immer. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, Schlusswort kannst du haben. Schlusswort. Da bin ich ja so gut drin. Ja. War ein cooles Rennen. War ein cooles, ja, war auch ein cooles Rennen. Bisschen also sehr lang. Es war auch wild, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen, besonders das am Ende. Ja. Jetzt bist du wieder und dran zu reden. Ich muss sagen, ich bin gespannt auf die Rennen, wenn es mal trocken bleibt, sage ich ehrlich, weil Pace war ja doch auch im Quali als Q3 sehr eng. Kann ja cool werden. Und Liga 2 ist wirklich gut aufgestellt, wie ich finde. Also es bleibt spannend, egal welche Strecke kommt, glaube ich. Ja, wird auf jeden Fall ein Augenschmaus für die Zuschauer. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen gesehen, der irgendwie deutlich schneller ist als die anderen. Also nee, war alles im Rahmen. Spannend.
Aber wir gucken erstmal, wie es im Trockenen ist, ne? Weil da werden manche auch nochmal tausendmal schneller gefühlt. Ne? Richtig. Wie man es kennt. Ja. Nee, dann darfst du von mir was. Ja, das sollte noch mit uns beiden gewesen sein, ne? Schalte doch morgen wieder bei der Liga 1 ein. 20 Uhr beginnt der ganze Spaß. Ja. Und damit würde ich sagen, ne? Tschüss. Tschüss.